Ich begrüße Sie ganz herzlich zur öffentlichen Kundgebung im Rahmen des Bundesjägertages 2022 hier in Wernigerode. Mein Name ist Andreas Kinser. In meinem normalen Leben arbeite ich bei der Deutschen Wildtierstiftung, kennt mich vielleicht der ein oder andere. Und ich war sehr gerne bereit, als der DJV mich gefragt hat, hier die öffentliche Kundgebung heute zu moderieren, das auch zu tun. Der Titel der öffentlichen Kundgebung heute ist Wildtiere und Mensch, Jagdrecht im Wandel. Und meine Damen und Herren, wenn nicht Ihnen, wem sollte es bewusst sein, dass sich die Jagd gerade sehr stark wandelt und das eben vor allen Dingen auch im Bereich des Jagdrechts. Ich sage nur einige Stichpunkte. Die ASP ist natürlich eine Herausforderung, die auch die Jagdgesetze betrifft. Der Waldumbau. Wir sind hier in einer Stadt in Wernigerode. Wir müssen nur aus dem Fenster gucken und sehen, was mit den Wäldern hier im Harz in den letzten 5 oder 3 Jahren auch nur passiert ist. Uns ist allen klar, dass die Wälder, so wie wir sie seit 100 Jahren kennen, es in 100 Jahren so nicht mehr geben sollte. Aber auch das Thema, jetzt ganz aktuell und sehr nah an uns Jägern dran, das Thema Rotwildgenetik. Wir haben ganz aktuelle Ergebnisse, das wissen Sie, die sehr wohl darauf hinweisen, dass es auch um unsere großen Pflanzenfresser, wo man immer sagt, naja, denen geht es gut genug. Nein, das ist nicht so. Auch da wissen wir mittlerweile, dass es große Probleme gibt, denen sich dann auch am Ende die Jagdgesetzgebung wird stellen müssen. Darum soll es heute gehen in den kommenden 2 Stunden. Sie sehen hier 3 Präsidenten der Landesjagdverbände auf dem Podium sitzen. Wir werden zu einzelnen Themen heute Statements hören und vielleicht auch ein bisschen die Themen andiskutieren. Beginnen wollen wir aber mit Ralf Müller-Schallenberg. Sie kennen ihn alle, ehemaliger Präsident des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen, nach wie vor im Präsidium des Deutschen Jagdverbandes. Ein Jagdrechtsexperte, der Ihnen die Einleitung geben wird und der vor allen Dingen in dieser Einleitung 2 Vorgänge explizit herausgreifen wird, die viele von Ihnen gerade beschäftigen, nämlich den Vorgang für ein neues Landesjagdgesetz in Brandenburg, der schon auf dem Tisch liegt, der erste Entwurf, der erstmal wieder kassiert worden ist. Aber auch in Rheinland-Pfalz gibt es erste, ich nenne es jetzt mal Offensiven für ein neues Landesjagdgesetz. Und genau auf diese 2 Punkte unter anderem wird Ralf Müller-Schallenberg in seiner Einleitung einsteigen. Und dann gibt es 2 kleine Einspieler im Laufe der öffentlichen Kundgebung, 2 Videos, die Sie hier sehen werden. Und die Statements der Präsidenten, die hier mit auf dem Podium sitzen, werden sich dann auf diese Einspieler beziehen. Lieber Herr Müller-Schallenberg, jetzt sind wir erstmal sehr gespannt auf Ihre Worte und auf den Start der öffentlichen Kundgebung. Ruhe. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Kinser, meine Damen und Herren, ich bin so ein bisschen der böse Einspieler hier, aber wenn ich das vorgetragen habe, was ich hier vortragen möchte, dann werden Sie wahrscheinlich erstmal auf Ihren Plätzen sitzen staunen. Denn es geht hier ans Eingemachte. Es geht an unsere Jagd, an unsere Jagdausübung. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann ist es bald Schluss mit der Jagd. Das ist ganz ernst so vorgetragen und auch gemeint. Auch wir standen schon 2006 vor einer sogenannten Zeitenwende. Ich will den Begriff mal aufnehmen. Zeitenwende Föderalismusreform 2006. Wo im Grunde genommen durch die Grundgesetzänderung die Möglichkeit geschaffen wurde, vom Bundesjagdgesetz abzuweichen, bedingt durch die Länder und was dann auch einige der Jagd nicht so gesonnene Länder sehr gerne getan haben und immer wieder tun. Und ich will dazu nur stichwortartig, sonst können wir nämlich hier einen 3-Stunden-Vortrag nur aus dem Thema machen, stichwortartig Ihnen mal vorbringen und vorlesen, was dort drin steht, zum Beispiel in Brandenburg oder im Entwurf Rheinland-Pfalz, insbesondere aber Brandenburg. Ich glaube, das wissen noch gar nicht alle, die nicht unmittelbar betroffen sind und wo das dann hinführen soll. In Brandenburg soll es ein Vollgesetz geben, also eine komplette Abweichung vom Bundesjagdgesetz bis auf das Recht der Jagdscheine. Das ist ja abweichungsfest. Das wird es aber geben als Vollgesetz.
Und dann kommen die ganz bösen Regelungen oder die Nicht-mehr-Regelungen. Jagd ist kein Selbstzweck, steht im Gesetz, und Jagd hat dienende Funktion. Der gesamte Bereich Jagd ist Eigentum und Nutzungsrecht gibt es in Brandenburg dann nicht mehr. Kein Selbstzweck, sondern Jagd hat nur noch dienende Funktion. Keine Unterscheidung mehr zwischen Hoch-, Niederwild und Haarwild und Federwild. Erhebliche Reduzierung des Katalogs der bejagbarten Arten, insbesondere beim Niederwild. Da bleibt kaum noch was drin. Und jetzt kommen die ganz schlimmen Dinge, auch wenn darüber jetzt wieder diskutiert wird. Eigenjagdbezirk ab 10 Hektar und das auch noch unterschreitbar durch Zusammenlegung kleinerer Flächen. Eigenjagdbezirk ab 10 Hektar. Befriedeter Bezirk ist nicht mehr Bestandteil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes. Die Abschaffung von Hege und insbesondere Hegegemeinschaften, die Abschaffung des Begriffs der Weitgerechtigkeit gibt es da nicht mehr. Hegegemeinschaften gibt es in dem Entwurf nicht mehr. Weitgerechtigkeit gibt es nicht mehr. Die komplette Abschaffung der Regelungen zur Jagdverpachtung einschließlich Jagderlaubnisschein. Und da will ich als kurzen Exkurs Ihnen stichwortartig sagen, was das heißt. Das heißt, es gibt zwar noch die Möglichkeit einer Verpachtung von Revieren dann in Brandenburg, aber es gilt nur noch das BGB-Pacht- und Mietrecht mit Regelungen, die dort im BGB-Pacht-Mietrecht gar nicht vorgesehen oder nicht drinstehen, nämlich eine Teilverpachtung wird zulässig. Teilbezirke in beliebiger Größe sind verpachtbar. Verpachtung auch über 1.000 Hektar möglich. Kein Schriftformerfordernis für Jagdpachtverträge mehr. Da können Sie also mit einem mündlichen Jagdpachtvertrag jagen dann in Brandenburg. Keine Pachtdauer mehr vorgeschrieben. Fällt mir sofort unser Thema von gestern ein. Wilde Informationssystem Wild. Ja, können Sie ein Jahr verpachten, eine Yacht? Ein halbes Jahr verpachten? Wie will ich dann ein Wildtierinformationssystem betreiben? Pacht nicht mehr an das Jagdjahr gebunden. Yacht, die Pachtfähigkeit ab sofort, also nicht erst 3 Jahre im Besitz des Vierten, sondern sofort, wenn Sie die Jägerprüfung gemacht haben, können Sie ein Revier pachten. Also auch ohne jegliche Erfahrung. Keine gesetzliche Regelung zur Erbfolge mehr. Keine Höchstzahl mehr von Pächtern. Es erfolgt keine Vertragsprüfung mehr durch die untere Jagdbehörde. Kein Erlöschen des Vertrages, wenn dem Jagdpächter der Jagdschein entzogen wird. Die Kündigung eines Mietpächters ist nicht mehr möglich. Die Regelungen des § 14 Bundesjagdgesetz fallen natürlich komplett weg. Auch da gibt es keine Regelung mehr. Kein Schutz mehr von laufenden Pachtverträgen bei Flächenverkauf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Zerstörung unseres Jagdrechtssystems. Und zwar ganz bewusst. Und dann komme ich noch zum Thema Jagderlaubnisse eben. Auch Wegfall, Jagderlaubnisscheine, steht nichts mehr drin im Landesjagdgesetzentwurf Brandenburg. Die mündliche Vereinbarung einer Jagderlaubnis reicht. Wie soll ich mich da ausweisen, wenn ich als Jagdgast irgendwo bin? Keine Kontrolle mehr durch die Polizei möglich. Keine Anzeige mehr an die untere Jagdbehörde. Die Jagderlaubnis ist dann auch auf Dritte übertragbar. Über Kündigungsfristen muss man dann sowieso gesondert nachdenken. Also nur als Schlagwort mal, damit Sie mal hören, was da angedacht ist. Das ist eine Katastrophe. Es gibt ein Verbot von Kugel und Schrot. Es gibt eine Zulässigkeit von Halbautomaten und die Zulässigkeit der Lappjacht. Ist nicht mehr verboten in dem Entwurf. Grundsätzliche Abschaffung der Abschussplanung. Abschussplanung interessiert nicht mehr. Komplette Abschaffung des Jagdschutzes. Der Begriff Jagdschutz taucht in diesem Entwurf nicht mehr auf. Komplettes Fütterungs- und Kirrverbot. Abschaffung des Vorverfahrens bei Jagd- und Wildschäden. Komplette Abschaffung der Jagdbeiräte bei den unteren Jagdbehörden und Abschaffung der Landesvereinigung der Jäger. Fahrlässiger Verstoß gegen Elterntierschutz ist nur noch eine OVI. Das kennen wir zum Beispiel schon von Rheinland-Pfalz, ich glaube auch von Baden-Württemberg. Aber, meine Damen und Herren, und es gibt auch keine Übergangsregelungen, dieses Gesetz soll in Kraft treten. Und wenn es in Kraft tritt, stellt sich mir sofort als Jurist die Frage, was ist denn mit den laufenden Pachtverträgen, die jetzt noch laufen? Gibt es keine Übergangsregelung dazu? Also, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Gesetz ist, und ich habe es auch schon in Potsdam gesagt, teilweise verfassungswidrig, tierschutzwidrig, artenschutzwidrig und ganz schlecht gemacht, praxisuntauglich. Und wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, das ist eine Katastrophe. Es dient ausschließlich der schnellen und einfachen Erlegung von Schalenwild. Alles, was dies hemmt oder hindert, ist abgeschafft.
Und Niederwild existiert und interessiert in Brandenburg überhaupt nicht mehr, kommt überhaupt nicht mehr vor. Das ist eine Kriegserklärung an das deutsche Jagdrecht, meine Damen und Herren. Das ist so. Entwurf Landesjagdgesetz Rheinland-Pfalz ist nicht ganz so schlimm. Aber die Länder warten nur auf ein Gesetz, das so durchkommt wie in Brandenburg. Und das sind die Blaupausen für die anderen Länder dann, die abweichen wollen. In Rheinland-Pfalz ist es, habe ich etwas Kürzeres zur Darstellung, Abschaffung Begriff Hege hin zum Wildtiermanagement. Auch die Abschaffung der Weidgerechtigkeit ist in der Diskussion. Erhebliche Reduzierung der Liste der bejagbaren Arten. Keine Unterscheidung mehr zwischen Hochwild und Niederwild. Eigenjagdbezirke sollen hier jetzt ab 50 Hektar zulässig sein in Rheinland-Pfalz. Also Sie sehen, 10 Hektar Brandenburg angedacht, ja, 50 Hektar in Rheinland-Pfalz jetzt angedacht. Man will also die Jagdbezirke, auch die Eigenjagdbezirke verkleinern, die Möglichkeit kleinere Bezirke schaffen, mit dem klaren Ziel, je kleiner, desto mehr wird auf der Fläche geschossen, weil ja viel mehr draußen sind, die dann sagen, ich habe einen Jagdbezirk. Das ist der Hintergrund. Wegfall der Mindestpachtzeiten auch in Rheinland-Pfalz. Auch hier Wildtiermanagement auch nicht mehr möglich dann. Aber immerhin, in Rheinland-Pfalz gibt es noch Regelungen zum Pachtvertrag und zu Jagderlaubnissen. Gott sei Dank. So, auch in Rheinland-Pfalz kein Abschlussplan mehr für Rehwild. Auch weg von Abschlussvereinbarungen, die wir dort seit 2010 haben. Die Aufhebung der Bewirtschaftungsbezirke soll kommen dort für Rot-, Damm- und Muffelwild. Nach dem Motto, nur nichts mehr bewirtschaften, alles totschießen. Das ist der Obersatz. Abschaffung auch dort des Wildschadensvorverfahrens, Verbot der Fütterung für Schalenwild und der Kirrjacht und die Reduzierung der Jachtabgabe des fünffachen Satzes der Jagdscheingebühr auf den 1,5-fachen Satz. Da, sage ich mal, haben wir, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen eine gute Lösung gefunden und selbst Dieter Maus Rheinland-Pfalz hat auf dem Landesjägertag bei uns vorige Woche gesagt, das könnte man als Blaupause nehmen. Was sind nun die Hauptkritikpunkte an diesen Entwürfen zum Landesjagdgesetz Rheinland-Pfalz und insbesondere Brandenburg? Wald darf, meine Damen und Herren, nicht einseitig betrachtet werden und der Fokus darf nicht nur auf Pflanzenfresser gelegt werden. Auch andere Lebensräume und Arten müssen berücksichtigt werden, etwa Raubwildbejagung zum Schutz von Arten des Offenlandes wie Rebhuhn und Feldlerche. Das Spannungsfeld Eigentum und dessen Nutzung auf einer kleinen Fläche versus Lebensraumansprüche des Wildes. Manche Arten müssen großräumiger bewirtschaftet werden und beim Rotwild ist sogar die Mindestgröße eines Eigenjagdbezirks von 75 Hektar noch zu klein. Die Hegegemeinschaften müssen gestärkt und nicht geschwächt werden. Und gerade im Hinblick auf rudelbildende Arten und in Brandenburg sollen sie komplett abgeschafft werden, auch wenn sich einzelne Reviere auf freiwilliger Basis natürlich abstimmen und zusammenschließen können. Die Abschlussplanung darf nicht allein auf herkömmlichen Verbissgutachten fußen. Nicht jeder angeknabberte Baum ist ein Schaden. Schließlich leben Pflanzenfresser im Wald. Und auch diese Wildtiere, wo wir die Verantwortung für tragen, müssen sich ja von irgendwas ernähren. Wichtig ist, wie viele verbissene Bäume aus dem Äser wachsen. Dabei ist die zentrale Frage, werden die waldbaulichen Ziele erreicht? Und die noch spannendere Frage ist, wer gibt die waldbaulichen Ziele wie überhaupt vor? Ich habe mal einen interessanten Vortrag gehört eines Forstbeamten, der sagte, das Entscheidende ist immer, was ich mit dem Wald will. Das ist das Entscheidende. Und danach muss man dann auch im Einzelfall Lösungen versuchen zu erreichen. Entscheidend ist nämlich der Zustand auch des Lebensraumes. Eine vom Menschen gemachte Nadelholzmonokultur ist anfälliger gegen Verbiss als ein intakter Mischwald. Der Umgang zwischen Wildtier und Mensch braucht klare Regeln. Gerade jetzt, wo das Wissen um die Natur in Teilen der Bevölkerung abnimmt, wo die Nutzungsansprüche an der Natur jedoch steigen. Meine Damen und Herren, es ist ein Armutszeugnis, wenn Regelungen abgeschafft werden sollen mit der Begründung, dass sie sowieso nicht kontrolliert werden können. Regeln dürfen nicht nur einseitig ausgerichtet sein auf eine Absenkung der Schalenwildbestände, abgesehen davon, dass es nach dem Entwurf in Brandenburg äußerst fraglich wäre, ob das Ziel überhaupt erreicht würde. Und die Regeln dürfen sich nicht danach richten, was beim Wähler ankommt. Regeln müssen praxistauglich sein,
Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen Vorrang vor jeglicher Ideologie haben. Und das heißt zum Beispiel Vernetzung von Lebensräumen statt Rotwildbezirke, wildökologische Raumplanung statt pauschaler Absenkung der Bestände und Elterntierschutz ernst nehmen statt so viel Totschießen wie nur möglich. Meine Damen und Herren, über Elterntierschutz kann man mit mir überhaupt nicht reden. Eltern, wenn wir den Elterntierschutz aufgeben, können wir uns gleich in den Sarg legen. Ja, meine Damen und Herren, im Ergebnis ist aus meiner Sicht festzuhalten, an diesen Grundgedanken und an dem Gerüst des deutschen Jagdrechtes mit Weitgerechtigkeit, mit Hege, mit Reviersystem, mit Jagdverpachtung, mit Jagderlaubnissen, mit Abschussplanung und mit Wildschadenersatz, an diesem Gerüst darf nicht gerüttelt werden. Und das ist ein Angriff, den wir mit aller Macht und aller Kraft abwehren müssen. Und wenn wir das nicht tun, ist unsere Jagd zu Ende. Vielen Dank. Lieber Herr Müller-Schallenberg, ganz herzlichen Dank. Sie haben in Ihrer Einladung schon einige wichtige Stichpunkte gegeben, die wir jetzt auch in den nächsten Statements dann hören werden. Rotwildgebiete, Hegegemeinschaften, wildökologische Raumplanung. Das sind alles Dinge tatsächlich, die man offensichtlich in den Gesetzgebungsverfahren, in den bisherigen in Brandenburg und Rheinland-Pfalz nicht gesehen oder nicht im Hinterkopf gehabt hatte. Jetzt darf ich einmal, ich wollte es immer schon mal in meinem Leben sagen, einmal Mats absagen. Wir sehen jetzt einen kleinen Einspieler, ein Video. Darin geht es um das Thema Landschaftszerschneidung genau. Sie sehen gleich zwei Protagonisten in dem Video, Nico Balkenhol und Katharina Westekemper. Nico Balkenhol ist der Lehrstuhlinhaber für Wildbiologie an der Forstwissenschaftlichen Fakultät in Göttingen. Und Katharina Westekemper ist seine Doktorandin oder war seine Doktorandin, hat ihre Doktorarbeit abgeschlossen. Und ihre Doktorarbeit wurde unter anderem unterstützt vom DJV und darin ging es um das Thema Lebensraumzerschneidung oder Auswirkungen der Lebensraumzerschneidung auf die Genetik von Rothirsch und Wildkatze. Und dazu werden Sie jetzt gleich die Ergebnisse sehen. Mats ab! Die Zerschneidung der Landschaft, zum Beispiel eben durch Straßen und Siedlungen, ist ein großes Problem für einzelne Arten und somit auch für die Artenvielfalt. Das heißt, international hat man eigentlich erkannt, dass die Vernetzung der Landschaft ganz wichtig ist, um eben dem Verlust der Artenvielfalt entgegenzuwirken. Diese Zerschneidung der Landschaft betrifft natürlich vor allen Dingen Arten, die große Raumansprüche haben und dazu zählt unter anderem eben auch der Rothirsch. Es ist gut und richtig, dass sich der Artenschutz in Deutschland um Arten wie die Gelbbauchunke oder die Wildkatze kümmert. Aber unsere Studie zeigt eben, dass auch der Rothirsch von der Zerschneidung in Deutschland stark betroffen ist. Das heißt, es gibt zwar noch genug Rothirsche, die Art ist also nicht bedroht, aber die genetische Vielfalt ist schon besorgniserregend gering. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass der Rothirsch in Deutschland in weiten Teilen von Inzucht bedroht ist. Wir haben über 1100 DNA-Proben aus 34 Vorkommen in ganz Deutschland gesammelt und untersucht. Und wir haben herausgefunden, dass der Genfluss in weiten Teilen sehr gering ist. Die Vorkommen sind häufig voneinander isoliert, sodass ein genetischer Austausch nicht möglich ist. Studien haben gezeigt, dass, um eine gesunde Population zu erhalten, mindestens 500 Tiere an der Fortpflanzung teilhaben müssen, um Inzucht zu vermeiden. In unserer Studie erfüllen lediglich 2 der 34 untersuchten Vorkommen diese Kriterien. Für den erfolgreichen Genfluss ist es wichtig, dass Arten wie der Rothirsch, aber auch andere Wildarten erfolgreich durch die Landschaft wandern können, über häufig weite Distanzen. Und unsere Studie hat herausgefunden, dass sie dabei auf Barrieren stoßen. Größtenteils sind das Straßen, Siedlungen, aber auch die behördlich angeordneten rotwildfreien Gebiete. Der Genfluss ist besonders im Südwesten Deutschlands sehr gering. Mitverantwortlich sind hier die behördlich angeordneten rotwildfreien Gebiete. Eine Lösung des Problems könnten beispielsweise Korridore sein, die dem Wild zugänglich gemacht werden, die auch dann barrierefrei wären, dass eine Wanderung durch die Landschaft wieder möglich wäre. Und eine Minimaloption wäre hier tatsächlich, dass man die wandernden Tiere auch schont und nicht schießt, um einfach den genetischen Austausch zwischen den Vorkommen zu ermöglichen.
Grünbrücken sind ein ganz wichtiger Bestandteil im modernen Natur- und Artenschutz, aber man kann sie eben nicht einfach irgendwo hinsetzen, sondern das bedarf einer großflächigen und ganzheitlichen Raumplanung, damit die Tiere eben diese Wildbrücken auch finden und damit sie auch an diese Wildbrücken herantreten können. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wo wir bestimmte Ruhezonen einrichten können, wo eben weder Forst und Landwirtschaft stattfinden, noch gejagt wird und wo eben vor allen Dingen auch kein Tourismus stattfinden darf. Ja, soweit der Einspieler. Vielleicht eine Sache, die ich persönlich dabei mal ganz interessant finde, noch als Ergänzung ist, ich sagte es eingangs, dass die Wildkatze und der Rothirsch untersucht worden sind. Und tatsächlich hat man bei der Wildkatze eben nicht diese genetischen Differenzen zwischen den Populationen finden können, was eben klar zeigt, dass die Wildkatze doch ganz andere Korridore auch nutzen kann. Wir wissen heute eigentlich sehr genau vom Rotwild, dass es eben nicht durch Unterführungen durchgeht, durch ein Viadukt vielleicht noch, aber eben auch selbst durch einen 5 Meter hohen Tunnel geht Rotwild dann eben nicht und die Wildkatze sehr wohl. Zu diesem Einspieler hören wir jetzt zwei Statements und der erste davon kommt von Wolfgang Heinz, Präsident des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein, der jetzt, wie Sie sehen, heute leider nicht bei uns ist. Er wird uns jetzt digital zugeschaltet, da ist er auch schon. Hallo Herr Heinz, wir freuen uns sehr, dass es auf diese Art und Weise klappt. Herr Heinz wird sein Statement bauen rund um den Titel Wildtiere als Bioingenieur und Wiedervernetzung von Lebensräumen. Und ich finde, Schleswig-Holstein passt da sehr, sehr gut. Einmal Stichpunkt Bioingenieur. Heiner Reck von der Uni Kiel hat vor vielen, vielen Jahren schon dieses Thema aufgeworfen, nämlich die ökologische Funktion von großen Huftieren untersucht mit spannenden Ergebnissen. Der eine Bezug zu Schleswig-Holstein und der andere die Wiedervernetzung von Lebensräumen. Viele wissen, in Schleswig-Holstein wandert das Rotwild massiv von Norden her ein, also sprich von Dänemark. Und wir kennen eben auch die ersten Fälle von offensichtlicher genetischer Depression beim Rotwild, also sprich die verkürzten Unterkiefer, sind auch in Schleswig-Holstein vorgekommen. Von daher passt es sehr, sehr gut, lieber Herr Heinz, dass wir Ihr Statement jetzt aus Schleswig-Holstein hören. Markus, kannst du ihm nicht kurz helfen? Jetzt sollte es funktionieren. Jetzt hören wir. Prima. Ja, schönen guten Tag, Weidmannsthal, meine Damen und Herren, liebe Jägerinnen, liebe Jäger aus dem hohen Norden. Ich grüße Sie bei 31 Grad und draußen einsetzendem Gewitter. Ich hoffe, dass das die Tonqualität nicht groß beeinträchtigen wird. Wie der Einspieler schon gezeigt hat, wir haben ein Problem. Wir fordern die Abschaffung der amtlich festgesetzten Rotwildgebiete, und zwar, weil sie Inzucht beim Rotwild fördert und damit langfristig das Aussterben dieser Art fördern kann. Das kann es nicht sein. In Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es diese amtlich festgesetzten Gebiete nicht mehr. Hier kann sich unser Rotwild seinen Lebensraum frei suchen. Wanderbewegungen sind insofern nicht mehr durch amtliche Vorgaben eingeschränkt. Es sieht anderswo anders aus. Besonders dramatisch ist diese Situation in Baden-Württemberg. Dort darf der Rothirsch nur auf 4% der Landesfläche leben. Wir begrüßen deshalb die Kampagne von Deutscher Wildtierstiftung und Landesjagdverband Baden-Württemberg zur Abschaffung dieser festgelegten Rotwildgebiete. Warum, meine Damen und Herren? Wildtiere sind Bioingenieure. Schalenwild darf deshalb nicht allein aus der Sicht der Land- und Forstwirtschaft betrachtet werden. Es ist wie alle Arten ein unverzichtbarer Bestandteil im Ökosystem. Die Leistungen von Hirsch, Reh und Wildschwein müssen sehr differenziert betrachtet werden. Eine reine Betrachtung aus Sicht einer Gewinnmaximierung wie in der Forst- oder Landwirtschaft lehnen wir ab. Schalenwild gestaltet Lebensräume und fördert Strukturen, von der zahlreiche andere Tier- und Pflanzenarten des Ökosystems profitieren. Sie sind Bioingenieure für mehr Artenvielfalt. Sie sind Biodiversitätsstifter.
In vielen Bereichen unseres Landes könnten die Ökosysteme tatsächlich viel mehr solcher Bioingenieure vertragen. In einem Pilotprojekt der Jägerstiftung 2012, Herr Dr. Kinser hat es schon angeführt, hat Herr Dr. Heiner Reck von der Universität Kiel die Fakten hierzu zusammengefasst. Beispielsweise entsteht ein Lebensraum für die Hochmoor-Mosaikjungfer, eine seltene Libellenart, wenn Rot- und Schwarzwild wühlen und suhlen. Tannen keimen in Süddeutschland oft nur dort, wo Rehböcke geplätzt haben. Ansonsten ist die Humusdecke viel zu dick. Im Fell und über den Kot transportieren Pflanzenfresser Samen von heimischen Pflanzen über große Strecken und sorgen so für deren Verbreitung. Nun kann man fragen, was hat der DJV bisher getan? Seit mehr als zwei Jahrzehnten fördert der DJV die Forschung zum Thema Biotopvernetzung. Das Projekt Holsteiner Lebensraumkorridore zum Beispiel hat gezeigt, wie Grünbrücken langfristig funktionieren können, wenn sie an den richtigen Stellen angelegt und in die Landschaft eingebettet sind. Die sogenannte Hinterlandanbindung, also das Bereitstellen und Schaffen optimaler Wanderkorridore von und zu diesen Querungsbauwerken, spielt dabei eine ganz wesentliche Rolle und darf nicht zum Beispiel durch andere Planungsvorhaben konterkariert werden, wenn dort angrenzend eine Freiflächenphotovoltaikanlage entsteht, Windräder stehen, Straßen- oder Siedlungsbau immer näher rücken. Die wissenschaftlichen Studien zu Wanderkorridoren von Wildtieren quer durch Deutschland hat der DJV ebenfalls massiv unterstützt. Das Bundesprogramm Wiedervernetzung aus dem Jahre 2012 fußt darauf. So sollen danach ca. 100 prioritäre Konfliktstellen im Straßennetz durch Grünbrücken entschärft werden. Es gibt aber 30.000 weitere Konfliktstellen. Leider ist dieses Programm nie ausreichend finanziell unterlegt worden. Ein eigener Haushaltstitel wäre schön und deshalb ist es von den Bundesländern auch nicht oder nur unzureichend angenommen und umgesetzt worden. Dies muss jetzt endlich mit Hochdruck erfolgen. Wir haben zum Beispiel als DJV auch Standorte für Grünbrücken gemeldet und die Politik immer wieder aufgefordert, tätig zu werden. Zuletzt zur Bundestagswahl im Vorjahr. Auch hat unser Präsident Dr. Böning an den Verkehrsminister Dr. Wissing entsprechende Briefe geschrieben, sowie auch an den verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, beides von Ende März. Leider sind diese Briefe bis heute nicht beantwortet. Und in Schleswig-Holstein, auch das klang vorhin an, fördern wir ein weiteres Projekt der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein mit dem Ziel, das aus Dänemark zuwandernde Rotwild zu steuern und durch ein angepasstes Management wieder tagaktiv werden zu lassen. Meine Damen und Herren, liebe Jägerinnen, liebe Jäger, wir fordern an diesem Zeitpunkt die Ampelkoalition auf Bundesebene endlich auf, tätig zu werden. Insbesondere Bündnis 90 Die Grünen haben in der Opposition mehrfach auf eine Evaluation des Bundesprogrammes Wiedervernetzung gedrängt. Jetzt sind sie in der Regierungsverantwortung und können es endlich umsetzen. Wir appellieren deshalb, liebe Mitglieder der Regierungskoalition, werden Sie endlich aktiv und investieren Sie jährlich 50 Millionen Euro für jeweils mindestens 10 Querungshilfen pro Jahr. Setzen Sie sich dafür ein, dass ausreichende Wildtierquerungen in Quantität und Qualität mit der nötigen Hinterlandanbindung als feste Bestandteile bei allen Infrastrukturprojekten, Straßen, Bahn und so weiter verpflichtend vorgeschrieben werden. Liebe Jägerinnen, liebe Jäger, dieser Appell an die Politik geht nicht ohne den Schlusssatz: Wer es mit dem Staatsziel Tierschutz ernst meint, der muss jetzt handeln. Wer dem immer wieder beklagten Artensterben wirksam begegnen und die Biodiversität erhalten will, der muss es jetzt tun. Die biologische Vielfalt in Deutschland wird es Ihnen danken. Vielen Dank.
Lieber Herr Heinz, ganz herzlichen Dank. Wir sind gut in der Zeit, meine Damen und Herren, ein bisschen außerhalb des Protokolls nicht, aber außerhalb des Programms. Wenn jemand konkrete Fragen hat zu einem der Statements, dann wäre jetzt zum Beispiel Zeit, diese an Herrn Heinz zu richten. Gut, hier vorne. Ja, haben Sie die Frage verstanden? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Sie das hören. Nee. Es geht um die Frage nach Wildruhezonen, wie aus Ihrer Sicht auch Wildruhezonen eingebunden sein sollten in ja, diese gesamte Thematik. Unbedingt. Ich denke, das ist ein Gebot der Stunde, dass wir uns auch selbst beschränken, wenn wir wandernde Hirsche haben und die über diese dann vorhandenen Wildbrücken entsprechend wandern, dann dürfen wir dort auch nicht jagen. Wir müssen im Zweifel auch einfach mal bereit sein, den Finger gerade zu lassen und im Sinne einer höheren Verpflichtung, und da geht es um die Reduzierung der Inzucht, diese wandernden Arten zuzulassen und uns entsprechend zurückhalten. Ruhezonen genauso notwendig wie alles andere auch. Wildbrücken, Wildquerungen dürfen nicht, wie schon angeführt, konterkariert werden, indem wir Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, die wir auch im Wald, mein Vorredner Ralf Müller-Schallenberg hat das Beispiel Wildwald angesprochen, fordern, so sollten wir das auch hier tun. Und dazu braucht es aus meiner Sicht keinen amtlichen Erlass oder irgendeine Vorgabe, sondern das sollten wir aus unserem Selbstverständnis in der Sache selbst tun. Okay, vielen Dank, Herr Heinz. Dann kommen wir zum nächsten Statement zu Herrn Professor Ellenberger, Präsident des Landesjagdverbandes in Hessen. Sein Statement steht unter dem Titel Hegegemeinschaften als Basis einer wildtierfreundlichen Bewirtschaftung jagdbarer Arten in der Kulturlandschaft. Und da muss man vielleicht zweimal dann drauf gucken, wenn man sich fragt, naja, was hat denn das dann mit dem Einspieler vorhin, also sprich mit dem Thema Wildtiergenetik zu tun? Ich glaube, es hat sehr, sehr viel damit zu tun, denn am Ende sind ja Hegegemeinschaften so, wie wir sie uns vielleicht im Ideal vorstellen, dann auch die Organisationseinheit, die eben eine wirkliche jagdliche oder eine Raumplanung umsetzt. Und Hessen ist an der Stelle zumindest aus meiner Sicht relativ weit vorne. Hessen ist das Bundesland, wo die meisten oder vielleicht auch sogar bisher fast die einzigen Lebensraumgutachten in den Hegegemeinschaften umgesetzt und erstellt worden sind. Und lieber Ellenberger, dazu werden Sie auch ein paar Worte sagen. Ja, meine Einführung oder mein Statement kann direkt anschließen an die warnenden Worte von Ralf Müller-Schallenberg von am Anfang. Was wir sehen in Brandenburg und zum Teil in Rheinland-Pfalz, ist ein Angriff auf das Jagdwesen, wie wir es kennen und wie es in Deutschland etabliert und für das Wild und für die Jäger gut ist. Das ist einmal das Reviersystem, das heißt, das Reviersystem ist ja schon der erste Schritt hin zu einer großflächigen Bejagung, weg von der Bejagung auf Kleinstflächen, wie wir es 1848 in Deutschland hatten. Kurz nach der Revolution hat jeder Bauer auf seinem halben Hektar alles totgeschossen, was Beine hatte. Und deswegen haben wir in Deutschland das Reviersystem entwickelt. Das heißt, eine Mindestgröße von 250 Hektar, in Brandenburg 500 Hektar, damit wir eine großflächige Betrachtung haben, damit Wild seinen natürlichen Gegebenheiten entsprechend einen Lebensraum hat. Und dieser Lebensraum wird betrachtet und auf diesen Lebensraum wird dann auch gejagt. Das ist der Baustein Nummer 1, das Reviersystem. Und dieses Reviersystem ist dann im Laufe der Jahrzehnte noch erweitert worden um die Hegegemeinschaften. Zunächst haben Jäger auf freiwilliger Basis Hegeringe gebildet. Mittlerweile sind noch in allen Landesjagdgesetzen und im Bundesjagdgesetz die Hegegemeinschaften geregelt und festgesetzt als Größe, Sollgröße, weil man erkannt hat, dass für eine Hege und wirksame Bejagung verschiedener Wildarten es sinnvoll ist, nicht nur das Revier zu betrachten, sondern noch einen großräumigeren
Lebensraum, den örtlichen Gegebenheiten entsprechend, hat man Reviere zusammengefasst zu einer Hegegemeinschaft. Rotwildhegegemeinschaften, Niederwildhegegemeinschaften, um hier eben auch eine ganzheitliche Betrachtung des Lebensraumes und der damit einhergehenden Jagd zu haben. Und man hat den Hegegemeinschaften in modernen Jagdgesetzen auch die Aufgabe übertragen, die Abschusspläne zu erstellen. Das heißt, in ihrem Bereich Vorschläge zu machen, für den Abschuss sich zusammenzusetzen, an einen Tisch zu setzen, alle Eigentümer, alle Jagdpächter, sage ich mal, alle Jagdpächter und auch die Waldeigentümer, wenn es soweit sie Eigenjagdbesitzer sind, sich zusammenzusetzen und dort Vorschläge zu erarbeiten, einen Kompromiss auszuloten, Bestandsaufnahmen zu machen und dann wildbiologisch sinnvoll zu jagen. Das ist Aufgabe der Hegegemeinschaften. Und wie wir jetzt in Brandenburg und Rheinland-Pfalz sehen, ist das nicht mehr gewünscht von Teilen der Politik, und zwar von den Olivgrünen. Und das muss man ganz klar sagen, es ist erwünscht, nicht mehr wildbiologisch zu jagen, sondern einfach Masse abzuschießen. Deswegen sind diese Hegegemeinschaften genauso schützenswert und erhaltenswert wie das Reviersystem. Und wenn wir gegen solche Jagdgesetze wie in Brandenburg kämpfen, dann müssen wir nicht nur für den Erhalt des Reviersystems, sondern auch für den Erhalt der Hegegemeinschaften eintreten und uns stark machen. Und diese Hegegemeinschaften, wie gesagt, das ist der gesetzliche Auftrag, ist Abschusspläne zu erstellen. Aber neben diesem gesetzlichen Auftrag haben diese Hegegemeinschaften eben auch die Möglichkeit, und das ist in Hessen auch genutzt worden, in ihrem Bereich Lebensraumgutachten zu erstellen und hier jetzt die Jagd noch zu ergänzen mit Lebensraumverbesserung auf großflächiger Ebene. Das, was der Jäger in seinem Revier macht, Äsungsflächen anlegen, Ruhezonen einrichten, soweit er das darf, wird auf der Ebene einer Hegegemeinschaft dann gemacht, um so noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir haben in Hessen zwei interessante Beispiele, die auch gute Erfolge haben, gerade auch im Hinblick auf die Prädatorenbejagung. Weil es reicht ja nicht, unserem Niederwild oder sogenannten gefährdeten Arten das Wohnzimmer zu streichen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass der Einbrecher nicht ins Wohnzimmer kommt. Das heißt, neben der Lebensraumverbesserung, neben der Äsungsgrundlagenverbesserung brauchen wir auch und ganz intensiv eine Prädatorenbejagung. Und das muss Hand in Hand gehen. Und wir haben in Wiesbaden-Ost, der Hegegemeinschaft Wiesbaden-Ost, das in Hessen erste Niederwild-Hegegemeinschaftsgutachten, Lebensraumgutachten erstellt. Eine, wie immer in solchen Dingen, eine Initiative der örtlichen Hegegemeinschaftsverantwortlichen, die dann uns mit ins Boot geholt haben, den Landesjagdverband. Der Landesjagdverband hat das ganze Geschehen moderiert und es ist uns gelungen, die Landeshauptstadt Wiesbaden dazu zu bewegen, mit in das Projekt einzusteigen. Die haben ja auch städtische Flächen, jede Kommune, jede Stadt hat ja auch Flächen in solchen Hegegemeinschaften und hier auch finanziell tätig zu werden. Das heißt, die Stadt Wiesbaden hat das auch finanziell unterstützt, hat hier Saatgut bereitgestellt, hat Hegemaßnahmen finanziert und auch, was wichtig ist, Fallen finanziert. Weil, wenn wir solche Verbesserungen machen, dann müssen wir den Lebensraum uns betrachten, müssen sehen, wo können wir Äsungsflächen anlegen, wo können wir Besucherlenkung machen und Ruhezonen einrichten. Aber wir müssen ganz intensiv, wenn es um Niederwildhege geht, die Prädatorenbejagung vorantreiben. Und das ist uns hier gelungen in Wiesbaden-Ost, dass das auch gefördert wurde von der Stadt Wiesbaden. Natürlich ist es auch vom Landesjagdverband unterstützt worden und aus der Jagdabgabe. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man ein feindliches Umweltministerium, ein feindliches Ministerium hat, das die Gelder der Jäger verwaltet. Das passiert nicht immer zum Nutzen der Jäger, wie alle, denen das so geht, sagen können. Außer Nordrhein-Westfalen, die müssen jetzt gar nichts mehr verwalten, da gibt es die Jagdabgabe nicht mehr. Jedenfalls haben sich die Besetze des Feldhasen in Wiesbaden-Ost merklich, messbar, in kürzester Zeit messbar gesteigert. Und man muss das als Erfolgsmodell sehen. Wir haben zum Beispiel fast eine Verdoppelung des Hasenbesatzes innerhalb von 3 Jahren gehabt, aufgrund der Lebensraumverbesserung und eben auch der intensiven Prädatoren.
Bejagung. Das ist das Beispiel Nummer 1 aus Hessen. Und dann haben wir das Beispiel Nummer 2, das ist der Rebhuhn-Hegering in der Wetterau. Die Wetterau, ein sehr fruchtbares Gebiet in Mittelhessen, das ist so fruchtbar, dass die Römer einen großen Limes drum gebaut haben damals, um dieses Land bewirtschaften zu können. Eine fruchtbare Ecke, wo viel Niederwild vorkommt. Und dort haben wir verknüpfen können den Niederwildschutz, vor allen Dingen Rebhuhnschutz, mit dem Hamsterschutz. Also ein Tier, das nicht dem Jagdrecht unterliegt, aber durch die moderne Landwirtschaft natürlich, durch den Ackerbau mit dem tiefen Flug im Lebensraum stark gefährdet ist. Und hier sind innerhalb von auch kurzer Zeit auch hier zwei Menschen, die in dem Hegering aktiv sind, Andreas Mohr und Heiko Plecher, die das in die Hand genommen haben, unterstützt vom Landesjagdverband Hessen, hat man hier lebensraumverbessernde Maßnahmen, dann die Fütterung der Rebhühner durch spezielle Futtertonnen und eben auch eine intensive Prädatorenbejagung. Und das hat auch innerhalb kürzester Zeit zu einem messbaren Erfolg geführt, wie beim Feldhasenbesatz beispielsweise. Von 30 Hasen auf 100 Hektar ist das gestiegen auf 120 Feldhasen pro 100 Hektar. Das ist eine messbare Steigerung der Besätze durch Lebensraumverbesserung und Prädatorenbejagung. Und auch die Rebhuhndichte hat sich so erholt, dass sie sogar nach dem hessischen Jagdrecht wieder bejagbar wären, wenn wir sie denn jagen würden. Wir jagen sie nicht, wir schonen sie, aber wir haben die Besätze so steigern können, auf eine Zahl von 50 Rebhühnern auf 100 Hektar Offenland, dass sie nach dem hessischen Jagdrecht sogar bejagt werden können. Das heißt, auch hier ein erfolgreiches Niederwildprojekt, was belegt, dass wir beides zusammendenken müssen. Erstmal müssen wir alle Akteure an einen Tisch holen. Das heißt, das geht nicht ohne die Landwirtschaft, das geht im Wald nicht ohne die Waldbesitzer oder den Forst. Und es geht auch nicht ohne die Kommunen, es geht nicht ohne Besucherlenkung oder Ruhezonen, die wir einrichten müssen. Und es geht vor allen Dingen auch nicht ohne die Prädatorenbejagung. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was Ralf Müller-Schallenberg gesagt hat. Wir haben in Hessen ja ein grünes Umweltministerium. Und während das Regierungspräsidium, das für die Wetterau zuständig ist, sogar die Fallen finanziell gefördert hat, wurde das explizit vom grünen Umweltministerium verboten. Denen wurde verboten, Geld für die Fallen auszugeben. Und das verstehe ich nicht, das ist kontraproduktiv. Was machen diese grünen Herrscher denn jetzt stattdessen? 170 Hektar eingezäunt haben sie. Eingezäunt, um Rebhühner zu schützen. Das ist das Schlimmste, was man der Natur antun kann, was man den freilebenden Tieren antun kann, wenn man einzäunt. Dann gibt es nämlich kein Durchkommen mehr für ziehendes Rotwild, sondern wenn sie Glück haben, schlüpft vielleicht ein Häschen noch durch. Und natürlich innerhalb des Zaunes muss natürlich auch die Prädatorenbejagung stattfinden, sonst nützt das überhaupt nichts. Also hier einmal ein positives Beispiel der privaten Jägerschaft des Landesjagdverbandes und seiner Kreisgruppen und dann die Gegenschläge, die aus der Politik kommen, auch eben nicht nur auf gesetzlicher Maßnahme, sondern auch durch solche Eingriffe, dass man sagt, nein, Regierungspräsidium, du darfst hier nicht schützen. Wichtigste Erkenntnis aus diesen beiden Projekten ist, der Schlüssel zum Erfolg ist, wie immer im Leben, ein gedeihliches Miteinander aller Akteure, aller Betroffenen und das Wohlwollen der Politik. Wenn Sie eine feindliche Politik haben, dann wird es sehr schwierig. Kommen wir zu dem nächsten Thema, die Niederwildhege. Niederwildhegegemeinschaft, wie gesagt, ist ein Punkt. Rotwildhegegemeinschaft und Lebensraumgutachten für Rotwild betreiben wir in Hessen schon länger. Seit über 20 Jahren erstellen wir Lebensraumgutachten in Hessen. Wir haben in Hessen 20 Rotwildgebiete. Das Ziel wäre es, irgendwann für alle 20 Lebensraumgutachten zu haben. So weit sind wir nicht. Wir haben vor Jahrzehnten begonnen im Kaufunger Wald, dann im Gieseler Forst in der Rhön und im Lahn-Dill-Bergland quasi vor meiner Haustür. Und ganz neu gibt es das Lebensraumgutachten zum Kroffdorfer Forst. Auch hier
Ziel dieser Lebensraumgutachten ist es, alle Akteure an einen Tisch zu bringen. Und wenn es hier um Wald geht, um Rotwildgebiete, eben auch Hessenforst. Bei uns ist das der staatliche Forst, Hessenforst und die privaten Waldbesitzer. Und hierzu Lösungen zu finden. Und die Lösungen heißen auch hier Ruhe für das Wild, Äsungsflächen für das Wild und eine dem Wald angepasste Abschussplanung. Kein Totalabschuss und eine sinnvolle Abschussplanung. Was die Lebensraumgutachten angeht, die wir haben, oder die Lebensräume, die wir untersucht haben, von dem Äsungsverhalten des Rotwildes her bieten diese Lebensräume genügend Nahrung. Sie können das Rotwild ernähren. Warum kommt es dann zu Schälschäden und zu Verbiss? Weil das Wild sich rudelt und massiv in Einständen steht, weil es woanders gestört wird oder weil sein Zugverhalten behindert wird. Wir können über Grünbrücken reden und über alles Schöne reden, aber wenn wir in Hessen Rotwildgebiete haben und der Hirsch kommt aus einem Rotwildgebiet, geht über eine Grünbrücke und 300 Meter hinter der Grünbrücke muss er abgeschossen werden, dann ist das eine Gesetzeslage, die ist nicht sinnvoll, um es vorsichtig auszudrücken, und konterkariert andernorts eine vernünftige Planung. Das Lebensraumgutachten Grofdorfer Forst, Sie können es auch in gedruckter Form beim Landesjagdverband Hessen beziehen, belegt in eindrucksvoller Weise diesen Dreiklang: gute Äsung, Ruhe, vernünftige Abschussplanung. Und das kann man in einem Lebensraum hinbekommen, wenn alle Akteure mitmachen und wenn auch die staatlichen Forstämter mitmachen, dann kann man hier viel dazu beitragen über solche Lebensraumgutachten, dass die Schälschäden minimiert werden, ohne dass man eine Abschussplanung macht oder einen Abschuss betreibt, wie er momentan in Hessen durch die staatlich verordnete Schalenwildrichtlinie im Staatsforst gemacht wird. Man ist weggegangen von Altersklassenstrukturen. Man hat jetzt einfach gesagt, jeder tote Hirsch ist ein guter Hirsch. So ungefähr muss man die hessische Schalenwildrichtlinie lesen. Und so wird auch geschossen. Was heißt das? Man hat mit dieser Schalenwildrichtlinie genau das Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen wollte. Die Bestände sinken nicht, nur die Hirsche sind nicht mehr da. Weil es wird jeder Hirsch totgeschossen, der seinen Kopf raussteckt. Und man kann in einem staatlichen Forstamt für 1.500 bis 2.000 Euro einen Hirschabschuss kaufen. Das heißt, man muss gar nicht mehr nach Ungarn fahren oder sonst wohin. Man kann das ganz billig in Hessen machen. Das ist kontraproduktiv. Man sollte diesen Weg gehen, den wir vorgeschlagen haben, der auch im Lebensraumgutachten Grofdorfer Forst beschildert ist: Planung der Lebensräume, dann wird auch der Verbissdruck und Schäldruck geringer und eine vernünftige Abschussplanung und vor allen Dingen das, was Wolfgang Heinz auch gesagt hat, Auflösung der Rotwildgebiete. Und Professor Reiner von der Universität Gießen hat in Hessen ein genetisches Gutachten vorgelegt, was dasselbe belegt, was wir eben in dem Einspieler gesehen haben. Es kommt zu Inzucht durch Rotwildgebiete und keine Wandermöglichkeiten zwischen den Rotwildgebieten. Hessen ist ein Bundesland mitten in Deutschland, durchzogen von vielen Autobahnen, die stark befahren sind. Alte Autobahnen, die A5, eine der ältesten Autobahnen Deutschlands, da gibt es keine Grünbrücke in Hessen. Und da müsste dringend eine Grünbrücke hin. Die A45, die sogenannte Sauerlandlinie, keine Grünbrücke. Es sollte jetzt im Zuge des Neubaus der A45 sollte bei Kalteiche eine Grünbrücke gebaut werden. Wir haben sie gefordert. Sie ist bis heute nicht gebaut. Immerhin hat die Ministerin auf dem Landesjägertag in Hessen angekündigt, es würde da demnächst eine gebaut, auch jenseits der hessischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Das ist mir egal. Hauptsache da oben in der Ecke Kalteiche wird eine Grünbrücke gebaut. Also auch hier, Lebensraumplanung ist die erste Stufe hin zu einer ökologischen Raumplanung. Es ist der Weg, den wir gehen sollten und weitergehen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ellenberger. Es passt ganz gut, deswegen machen wir jetzt keine Fragen, sondern der jetzt kommende Clip passt ganz gut auch zu diesem Thema, nämlich zur wildökologischen Raumplanung.
Die wildökologische Raumplanung, meine Damen und Herren, ist ein Begriff, den es vielleicht, ich sage jetzt mal, also den Eingeweihten vielleicht so seit 10, maximal 15 Jahren etwas sagt. Nach meiner Wahrnehmung heraus kommt er aus Österreich, aus dem Alpenraum, wo tatsächlich auch in Wien gerade Professor Reimoser diesen Begriff sehr stark geprägt hat. Und wir sehen jetzt gleich, Professor Reimoser ist gerechterweise emeritiert worden mittlerweile, und wir sehen jetzt gleich Klaus Hackländer in dem Film. Klaus Hackländer ist auch Professor für Wildbiologie an der BOKU in Wien in seinem einen Job, und in seinem zweiten Job ist er Vorstand der Deutschen Wildtierstiftung und hat sich aber auch gemeinsam mit Fritz Reimoser sehr stark Gedanken gemacht um das Thema wildökologische Raumplanung. Und daher nochmal Mats ab. Wildökologische Raumplanung ist wichtig, um verschiedene Nutzungsformen und Interessen im Wildlebensraum integrativ zu berücksichtigen. Einzelkonzepte, egal ob sie aus der Forstwirtschaft kommen, aus der Landwirtschaft, aus der Erholungswirtschaft oder auch aus der Jagd, die verfehlen hier ihr Ziel. Was wir brauchen, sind gemeinsame Ansätze. Dort, wo das Wild ideale Lebensraumbedingungen findet und nicht Schaden macht, dort muss es auch entsprechend Ruhe bekommen. Ruhe vor Menschen, Ruhe vor Nutzungsformen wie Land- und Forstwirtschaft. Und dort, wo die menschlichen Interessen im Vordergrund stehen, zum Beispiel Forst- und Landwirtschaft, da muss es auch Möglichkeiten geben, dass das Wild in den Hintergrund gerät und dass hier der Mensch auch entsprechend dazu beiträgt, dass Forst- und Landwirtschaft möglich ist. Also keine kontraproduktiven Ansätze von der Jagdwirtschaft oder eben auch von den Freizeit- und Erholungssuchenden. Was wir also brauchen, sind integrative Konzepte, über die Grenzen hinaus, aus den Reviergrenzen hinaus, in größeren Einheiten wie zum Beispiel Hegeringen oder gar Bezirken. Die Grundlage dafür, dass wir überhaupt Wildtiere bei uns als heimisch bezeichnen können, der wird natürlich beeinflusst von den vielen menschlichen Aktivitäten. Wildtiere, die als Kulturfolger gelten und zu den Gewinnern in der Kulturlandschaft zählen, das sind bei uns alle Schalenwildarten, aber auch der Wolf, die müssen in der Kulturlandschaft reguliert werden, sowohl in Bezug auf die Wilddichte als auch auf die Wildverteilung, wenn es Konflikte zu vermeiden gibt. Und diese Konflikte ergeben sich natürlich aus den schon erwähnten Schäden in der Land- und Forstwirtschaft, aber auch mehr und mehr zur Vermeidung von Epidemien oder Zoonosen, also Krankheiten, die zwischen Mensch und Tier auch ausgetauscht werden. Und nicht zuletzt auch für die Erhaltung der Biodiversität. Auch in der intensiv genutzten Kulturlandschaft gilt es, Lebensraum zu erhalten. Es gilt, Interessenskonflikte und Probleme mit Wildtieren zu vermeiden oder, wenn möglich, auch zu reduzieren. Es gilt aber auch, Wildtierpopulationen langfristig zu sichern und nicht zuletzt diese Wildbestände auch nutzbar zu machen und zu erhalten, und zwar durch eine nachhaltige jagdliche Nutzung. Wir müssen raus aus diesem Schrebergarten denken, wenn wir die wildökologische Raumplanung ernst nehmen wollen und dafür hier dieses Bild, die Planungsebenen der wildökologischen Raumplanung. Wir müssen denken in Wildräumen. Wir müssen uns überlegen, wo sind die jeweiligen Wildarten tatsächlich zu Hause? Wo sind ihre Streifgebiete, ihre Populationslebensräume? Und dann kann man versuchen, das nochmal in kleinere Organisationseinheiten einzuordnen, in die sogenannten Wildregionen. Und ganz unten sehen Sie hier in dieser hellen Farbe die Wildbehandlungszonen. Und da sind wir immer noch oberhalb der Jagdreviergröße. Deswegen nochmal mein Appell, eine wildökologische Raumplanung wirklich als Teil der Landesraumplanung zu etablieren. Und man darf nicht vergessen, dass das ganz wichtige und wenn auch mühsame Thema bei dieser wildökologischen Raumplanung ein partizipativer Prozess ist. Das heißt, ich muss alle Teilnehmer, die hier mitreden wollen oder sollen, einbeziehen und auch an einen Tisch bringen, damit sie dieser wildökologischen Raumplanung auch zustimmen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gerade Begriffe gehört wie Landesraumplanung und partizipativer Prozess. Sie ahnen schon, die wildökologische Raumplanung ist ein ziemlich dickes Brett, was es zu bohren gilt.
Gleichwohl, man muss sich ja auf den Weg begeben. Und der erste Schritt zu einer wildökologischen Raumplanung ist natürlich ein Stück weit die Durchlässigkeit von Lebensräumen. Denn wenn die Tiere nicht wandern können, dann ist klar, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken darüber zu machen, wie wir sie denn gemeinsam im Raum, ich nenne es jetzt mal, managen wollen. Und deswegen steht das Statement von Herrn Dr. Friedmann unter dem Titel Generalwildwegeplan als Schritt hin zur wildökologischen Raumplanung. Sie wissen, Herr Friedmann als Präsident des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg kommt aus einem Land, wo es eben tatsächlich einen Generalwildwegeplan gibt, den es so in der Form, ich wüsste gar nicht, noch in anderen Bundesländern gibt, aber vor allen Dingen, glaube ich, nicht so detailliert ausgearbeitet. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das wissen Sie auch, ist Baden-Württemberg ein Land, in dem man unserer größten heimischen Wildart, dem Rothirsch, nur sehr wenig Lebensraum lässt, nämlich 4%. Und diese 4% liegen mitunter auch sehr weit auseinander. Und da könnte dann auch die wildökologische Raumplanung natürlich an ihre Grenzen stoßen. Von daher der spannende Blick auf den Generalwildwegeplan in Baden-Württemberg. Herr Friedmann. Ja, danke, Herr Kienzer. Baden-Württemberg ist etwas anders. Ich sage nicht besser, sondern anders. So haben wir zum Beispiel keinen Präsidenten, sondern Landesjägermeister. Wir haben gerade gehört, das war mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber wir haben nicht nur einen Landesjägermeister, wir sind das einzige Bundesland, das nicht nur ein Jagdgesetz hat, sondern ein Jagd- und Wildtiermanagementgesetz. Und das wurde am Anfang viel belächelt. Ja, jetzt sind wir auch noch Wildtiermanager, was soll das? Wildtiermanagement ist eine Riesenchance für die Jagd und eigentlich gelebte Hege. Ich möchte das jetzt einfach mal etwas ausführen. Zunächst einmal beginnend mit dem Begriff des Wildtiermanagements. Beziehungsweise, was bedeutet das in der gesetzlichen Umsetzung? Zentraler Ansatz ist eine Bestimmung in unserem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, der lautet, die Steuerung des Wildtiermanagements im Rahmen dieses Gesetzes ist eine öffentliche Aufgabe. Jagd und Hege leisten wesentlichen Beiträge zum Wildtiermanagement. Diese Definition, gesetzliche Definition, ist von grundsätzlicher Bedeutung. Das bedeutet, das Jagdrecht steht auf Augenhöhe mit dem Wildtiermanagement, ist fester Bestandteil des Wildtiermanagements. Und obwohl das Wildtiermanagement eine öffentliche Aufgabe ist, bleiben Jagd und Hege privatnütziges Eigentumsrecht, das der Gesetzgeber und die Verwaltung bei der Ausgestaltung konkreter Maßnahmen zu berücksichtigen hat. Wir haben ein Schalmodell, das war gestern Nachmittag angerissen in dem Wildreferat. Dadurch ist es uns gelungen, bis an die 50 Wildtierarten im Jagd- und Wildtiermanagementgesetz zu behalten. Es ist ein flexibles System mit einem Nutzungsmanagement, Entwicklungs- und Schutzmanagement und damit offen und flexibel für die Herausforderungen, vor die uns zum Beispiel ein Wolf, ein Goldschakal und ein Biber stellen. Alle 3 Jahre wird ein Wildtierbericht erstellt, der Grundlage für dieses Management und damit auch, und allmählich schlage ich den Bogen, für eine wildökologische Raumplanung ist. Grundlage dieses Wildtierberichts sind die Ergebnisse der Wildtierforschung in Baden-Württemberg, an der sich auch die Jägerschaft beteiligt. Und jetzt sind wir wieder beim Thema WILD. Der Wildtierbericht trifft Aussagen über die aktuelle Situation und die Entwicklung der Wildtierbestände sowie deren Lebensräume und auftretenden Konflikte. Wir liefern die Daten in dem WILD und Sie werden nachlesen können, und das ist wunderbar in der politischen Diskussion, wenn Sie einen Minister von dran haben, der behauptet, der genetische Austausch ist vollkommen ausreichend auf 4% der Landesfläche beim Rotwild und Sie können dem einfach entgegenhalten, dann schauen Sie mal bitte in den eigenen Wildtierbericht, da steht drin, dass es eben nicht ausreichend ist. Und Grundsatz dieses Wildtiermanagements ist die Einbindung, Mitsprache der betroffenen Interessengruppen. Das wird umgesetzt über den Landesbeirat, über gemeinsame Projekte, über Forschungseinrichtungen und an diesem Wildtierbericht schreiben auch wir, schreibt der Landesjagdverband, in dem Fall eine Person von unserem Wildbiologen Klaus Lachenmeier, mit in einer Steuerungsgruppe und damit können wir Einfluss nehmen. Damit ein Zwischenfazit. Das JWMG, das dürfte inzwischen umstritten sein, ist eines der modernsten Jagd- und Wildtiermanagementgesetze, das sehr viele Möglichkeiten für Wildtiere, aber auch für die Jägerschaft bietet, richtige Chancen.
So sind die überregionalen Wanderwege in dem Gesetz angelegt, allerdings ohne Leitart. Unter Einbindung der Jägerinnen und Jäger hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg einen Generalwildwegeplan erarbeitet und dieser ist jetzt im JWMG verankert. Der Generalwildwegeplan, so heißt es dort, stellt die Flächen und Korridore in Baden-Württemberg dar, die für die Vernetzung der Waldlebensräume der Wildtiere im Rahmen eines länderübergreifenden Biotopverbundes unter Berücksichtigung der gegebenen Flächennutzung erforderlich sind. Wenn ich hier den hessischen Kollegen sehe, da ist genau die Situation im Odenwald. Länderübergreifendes Rotwildgebiet Hessen, Bayern, Baden-Württemberg. Und der Generalwildwegeplan, der weist auf Barrieren, die der Vernetzung der Lebensräume entgegenstehen oder diese erschweren und auf Maßnahmen, welche die Vernetzung der Lebensräume fördern können, ausdrücklich hin. Und dieser Generalwildwegeplan ist die erste wissenschaftlich hergeleitete und fachlich abgestimmte Fachplanung zur Sicherung großräumiger ökologischer Funktionsbeziehungen im Sinne eines landesweiten, grenzüberschreitenden Biotopverbundes. Und dieser Generalwildwegeplan, er basiert auf den alten Rotwildfernwechseln. Und jetzt kommen wir zum Paradoxon. Wir haben es gesetzlich festgelegt, Generalwildwegeplan, genetischer Austausch, die Tiere sollen wandern können und dann machen wir Rotwildgebiete, nach denen Baden-Württemberg weniger Rotwild auf der Fläche hat als die Hansestadt Hamburg. Wir greifen das natürlich auf, aber können das jetzt auf gesetzlicher Grundlage tun, mit guten gesetzlichen Argumenten. Zusammen mit der Deutschen Wildtierstiftung haben wir die Platzhirschkampagne gestartet und wir setzen uns für die Weiterentwicklung des Rotwildmanagements in Baden-Württemberg ein, für einen wissensbasierten Weg, basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da sind die Genetikstudien, und das möchte ich so in aller Deutlichkeit sagen, es kam dann in einem Einspieler zum Ausdruck, die sind Argumente, die kann uns die Politik nicht mehr wegignorieren. Denn das erleben wir seit Jahrzehnten. Ein seit Jahrzehnten mit kurzer grüner Unterbrechung schwarz geführtes Landwirtschaftsministerium ignoriert alle fachlichen Argumente. Und jetzt haben wir ein unter grüner Landesregierung, grün-roter Landesregierung eingeführtes, hat umkämpftes JWMG, auf dessen Basis wir so argumentieren können, dass wir jetzt mit der Genetikstudie Rotwildverhinderer in die Defensive bringen, erstmals. Und zwar, wir können ja ganz klar sagen, es geht um einen artgerechten und zeitgemäßen Umgang mit dem Rotwild und es kommt jetzt zum Lackmustest, ob die Landesregierung dem Grundgedanken des JWMG ernst nimmt und die Empfehlung des Wildtierberichts berücksichtigt. Unsere Kernforderungen sind Verbreitungsschwerpunkte statt starrer Gebiete, Hegegemeinschaften und Rotwildplan. Rotwildplan als Teil der wildtierökologischen Raumplanung, Lebensraumverbesserung, Monitoring, Bejagung. Hegegemeinschaft bedeutet, wir brauchen die verpflichtende Teilnahme der Jagdrechtsinhaber und der Jagdausübungsberechtigten, äquivalente Kräfteverhältnisse und auch durchaus einen Turnus im Wechsel der Führung dieser Hegegemeinschaften, um eine Akzeptanz zu schaffen. Wir brauchen mehr Respekt. Wildruhezonen als elementarer Bestandteil der Rotwildpläne. Was wurde gefeiert, dass wir beim JWMG 2015 erstmals die Möglichkeit haben, jagdrechtliche Wildruhezonen auszuweisen? Super, eine richtig tolle Sache. 2022 im Kalf am Sommerberg soll jetzt die erste Wildruhezone nach 7 Jahren entstehen. Also hier können wir auch wieder Anspruch und Wirklichkeit wunderbar einer Gegenüberstellung unterziehen und da sieht die Politik alt aus. Mehr Vielfalt, Berücksichtigung der ökologischen Funktion des Rotwilds, Wolfgang Heinz hat es ja wunderbar gesagt. Und wir brauchen einfach mehr Verbund. Rotwild, da müssen wir darüber uns im Klaren sein, ist nur eine Stellvertreterart, ein Bioindikator für die Lebensraumvernetzung. Das heißt, wenn Hirsche, die auf Störungen relativ empfindlich reagieren, ungehindert von einem in den anderen Lebensraum wandern können, gelingt dies auch vielen anderen Tierarten. Und ich konnte unseren Minister mit der Aussage konfrontieren, wir haben jetzt einen jungen Hirsch im Rotwildgebiet Nordschwarzwald, der hat im Radio auf SWR gehört, bei Remchingen, die A8, bei Pforzheim, da gibt es jetzt eine Grünbrücke. Und mit viel Glück schafft der junge Hirsch das auch, dann zu dieser Grünbrücke zu wandern. Er genießt das dann, die mit Millionenaufwand demnächst errichtete Grünbrücke zu überqueren, freut sich des Komforts, hatte nach noch 300 Meter Jagdruhe.
Und danach muss jeder Jäger, der diesen Hirsch sieht, erlegen. Das versteht jeder, dass das der pure Nonsens ist. Und wir hören es jetzt immer noch mantraartig von der Forstpartie, die Rotwildgebiete in Baden-Württemberg hätten sich bewährt. Aber das ist inzwischen so offensichtlich, dass es der Nonsens ist, dass die Politik richtig unter Druck kommt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hat angekündigt, die Rotwildverordnung anzufassen in diesem Jahr. Wir werden ihn an sein Wort erinnern. Er ist im Übrigen Kreisjägermeister, einer von uns. Die Wanderungen des Rotwildes geben wichtige Hinweise auf funktionierende oder bereits gestörte Wildtierkorridore. Und die Vernetzung ist in der Folge durch die rechtliche Absicherung von Wanderkorridoren einfach über bestehende Barrieren, also die Wanderkorridore müssen einfach ermöglicht werden, zu verbessern. Und nur so kann dem Rotwild eine artgemäße und natürliche Wanderungsbewegung ermöglicht werden, ebenso die Neubesiedlung geeigneter Lebensräume. Meine Damen und Herren, wir geben Millionen aus für ein Monitoring des Wolfs. Das Monitoring des Rotwilds in Baden-Württemberg steht auf der finanziellen Kippe. Das heißt, die Hauptbeuteart des Wolfs wird außer Betracht gelassen, aber der Wolf wird mit Millionen Aufwand gefördert. Wir planen eine Bestandsstützung beim Luchs und schaffen es nicht, die Querungshilfen, die im JWMG vorgesehen sind, die im Generalwildwegeplan ausgewiesen sind, was da fürs Rotwild steht, das gilt ja auch für den Luchs. Wir schaffen es nicht, das in der Tat umzusetzen. Wir haben Luchseinwanderungen aus der Schweiz. Wieso? Die Schweiz investiert in Grünbrücken. Das heißt, es sind alles offensichtliche Themen, die uns in der Forderung nach einer besseren Vernetzung der Rotwildgebiete in die Hände spielen. Und wir werden nicht locker lassen, Lebensraumverbesserung, Querungshilfen, Aufhebung des Abschussgebots der bestehenden Rotwildgebiete und ein Monitoring zu fordern. Und da sehen wir die wildökologische Raumplanung als das Instrument schlechthin. Das sind die Abschaffung der amtlichen Rotwildgebiete und die Umsetzung dieses Generalwildwegeplans sind zwei entscheidende Schritte, um auf der Landesebene einfach die wildökologische Raumplanung, die im Gesetz vorgesehen ist, auch mit Leben zu erfüllen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben schon Beispiele, die Rotwildkonzeption im Südschwarzwald. Wir haben das Positivbeispiel für Interessenausgleich von Wildtieren Mensch in der Adeleck. Adeleck ist Allgäu. Das sind erste raumwirksame Konzepte des Rotwildmanagements in der Umsetzung. Und das JWMG schafft uns die Möglichkeit, die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen und die Empfehlungen aus dem Wildtierbericht gut begründet einzufordern. Ich sage es nochmal, das Wildtiermanagement, die wildökologische Raumplanung, das sprengt Bahnen der bisherigen klassischen Denkweisen im Jagdrecht. Es ist eine Riesenchance für Wild, Jagd und Natur. Und wir können den Tierschutz für uns in Anspruch nehmen. Wir müssen damit aufhören, den Tierschutz jetzt als permanente Bedrohung für die Jagd zu sehen, sondern der Tierschutz ist auch eine Riesenchance für die Jagd. Und wenn man hier, wenn man die Unterkieferverkürzung aus Schleswig-Holstein sieht, wenn man die Studien von Rainer Balkenhol und Dr. Westerkemper sieht, dann können wir doch sagen, seht her, das ist das Ergebnis eurer verfehlten Forstpolitik. Und das können wir im Sinne eines tierschutzgerechten, auch eines ethisch vertretbaren Umgangs mit unseren, den uns anvertrauten Wildtieren schlicht und ergreifend nicht mehr übersehen. Hier müssen wir ansetzen, das sind die Argumente und jetzt gilt es im Umgang mit dem Rotwild in Baden-Württemberg durch eine wildökologische Raumplanung auf Landesebene, das neu zu denken unter Einbeziehung der unterschiedlichen Interessengruppen, unter verschiedenen Ansprüche, Klimawandel, Waldumbau, Wildschäden, ganz klar, aber basierend auf wildbiologischen, naturschutzfachlichen Erkenntnissen und auf der Erkenntnis schlicht und ergreifend auf drei Worte zusammengefasst, oder ja, auf drei Worte, Biodiversität braucht Fläche. In einem Flächenland mit über 11 Millionen Einwohnern haben Sie diese großen zusammenhängenden Flächeneinheiten nicht. Aber wenn Sie dann die Wanderkorridore herstellen, dann können Sie auch in einem vielbevölkerten Bundesland wie Baden-Württemberg etwas Gutes erreichen. Unser JWMG mit integrierter wildökologischer Lebensraumplanung gibt die Argumente und Positionen, die wissensbasiert nicht auf dem Weg zu räumen sind. Und wir werden den Generalwildwegeplan als grundlegenden Schritt hin zur wildökologischen Raumplanung aktiv in die Diskussion einbringen. Vielen Dank.
Lieber Herr Friedmann, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr leidenschaftlichen und wirklich gut auf den Punkt gebrachten Vortrag, wie ich finde. Ich glaube, es passt ganz gut, wenn wir jetzt die beiden letzten Statements von Herrn Ellenberger und von Herrn Friedmann zusammen einmal vielleicht nochmal Gelegenheit geben für Fragen oder auch gerne natürlich für ein Statement der Unterstützung oder des Zuspruchs, was auch immer Sie mögen. Herr Stendel. Jörg Stendel, Landesjagdverband Bernau. Herr Feldmann, Landesjägermeister und Dr. Kinser, an Sie beide eine Frage. Die Größenordnungen für die wildökologische Raumplanung, bisschen runtergebrochen auf Ruhezonen in lokalen Jagdgebieten. Können Sie dazu mal, ich sag mal, zahlenmäßig mal, dass wir mal eine Vorstellung bekommen, wie groß diese Flächen da sind, um mal von den 10 Hektar in Brandenburg abzulenken? Danke. Flächen bei uns sind natürlich auch unterschiedlich, je nach Flächenart und Eigentumsart. Wir haben gerade speziell im Schwarzwald entlang viele Gebiete, die noch durch Realteilungen entstanden sind. Das heißt, relativ kleine Flächen mit 75 Hektar, gerade mal so Mindestgröße, Einjagdbezirke. Wir haben eben in den südlichen Landesteilen dann Großgrundbesitz. Da haben wir dann auf einmal große Flächeneinheiten. Wir haben zwischendurch in den Kerngebieten, in den Waldgebieten ungefähr 15% des Waldes Forst-BW, Anstalt öffentlichen Rechts, die dort auch was tun können, wenn sie es denn wollen. Aber natürlich, eins ist klar, eine wildökologische Raumplanung hat nur dann eine Chance, wenn ich über die einzelnen Jagdbezirksarten eine Klammer drüber stülpe, und das sind die Hegegemeinschaften. Und die härtesten Auseinandersetzungen, die wir momentan führen, gehen in Richtung Hegegemeinschaft, Etablierung der Hegegemeinschaft mit verpflichtender Mitgliedschaft. Und ich bin ganz dabei, Jürgen und Ralf, du hast dann auch gesagt, es geht um den Schutz der Hegegemeinschaft, um die Grundlagen des Reviersystems zu erhalten, aber auch jetzt hier auch über ein 10-Hektar-Denken oder 50-Hektar-Denken hinauszukommen. Also es wird nicht ohne diese Klammer gehen, ganz zentraler Bestandpunkt. Beantwortet es die Frage? Weitere Fragen oder Jubelschreie? Gundolf Bartmann hat vermutlich einen Jubelschrei. Ja, Gundolf Bartmann, Vizepräsident Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist ja eben auch angesprochen worden. Und das Jagdrecht ist ja auch im Titel des heutigen Nachmittags. Wir sind im Novellierungsprozess ja zum Landesjagdgesetz. Und vielleicht ein interessanter Aspekt dazu, wie das bei uns eigentlich gut gemacht wurde. Vor dem Referentenentwurf und nicht nachher wurden die Verbände beteiligt. Wir sind also in einem sogenannten Evaluierungsprozess. Ein halbes Jahr vorher, vor dem Referentenentwurf, wurden die Grundsätze, die man so vorhatte, mit allen Verbänden besprochen, auch die mögliche Streichung unserer Hegegemeinschaften. Wir haben ja Hegegemeinschaften als Körperschaft des öffentlichen Rechts, als einzigstes Bundesland in Deutschland, die aus meiner Sicht sehr erfolgreich arbeiten, aber sie wurden natürlich in Frage gestellt und vieles andere mehr. Und es ergibt sich daraus beim jetzigen Landesjägertag vor wenigen Wochen, dass das Ministerium einiges klargestellt hat bereits. Der Referentenentwurf wird also einmal die Auflösung der Bewirtschaftungsbezirke für Rotwild komplett bringen, also unsere Forderung nach Auflösung beinhalten. Er wird ferner die Körperschaften des öffentlichen Rechts also als Hegegemeinschaften erhalten. Wir werden wahrscheinlich die Mitwirkung des Grundeigentums bekommen, was wir ja auch begrüßen. Und andere Dinge mehr. Was ich damit sagen will, ist, dass es sich lohnt. Wir haben eine 100 Seiten Stellungnahme früh abgegeben mit allen möglichen Fachleuten und riesige Kommissionen einberufen und wirklich versucht, auch wissensbasiert zu argumentieren. Und das hat sich gelohnt. Also man kann auch bei einer schwierigen politischen Konstellation, die wir auch in Rheinland-Pfalz haben, grüne Forst- und Jagdministerin und eine Ampelkoalition, kann man durchaus vielleicht durch diesen Weg gute Gesetze hinbekommen. Wir müssen mal sehen, was nachher wirklich im Referentenentwurf steht, aber vielleicht der Hinweis, sich zu bemühen,
dass bevor Gesetze geändert werden, vorher ein Dialogprozess, vor dem Referentenentwurf ein Dialogprozess mit den Jägern beginnt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir haben uns eigentlich auch mit den Waldbesitzerverbänden und ja, bei den Sitzungen super gut vertragen. Es gab also gemeinsame Anhörungen auch aller Verbände und wir hatten eine gute Stimmung im Moment. Wir müssen mal sehen, was nachher in den Entwürfen steht, aber das wollte ich nur zu Rheinland-Pfalz noch sagen. Danke. Bitte. Ich finde, bei guten Neuigkeiten darf immer geklatscht werden. Gut, dann kommen wir zum letzten Statement im Rahmen der öffentlichen Kundgebung. Wir werfen ein bisschen den Blick nach Niedersachsen. Helmut Dammann-Tamke, Präsident der Landesjägerschaft, sein Statement steht unter dem Titel Wildökologische Raumplanung für den Wolf. Und als ich es gelesen habe, habe ich mich kurz gefragt, ob da ein Fragezeichen fehlt. Als ich ein bisschen genau darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nein, es fehlt ein Ausrufezeichen. Denn wenn wir das, was wir gerade gehört haben zur wildökologischen Raumplanung, wirklich ernst nehmen, dann muss da selbstverständlich auch der Wolf drunter fallen. Und Sie wissen es, in Niedersachsen wurde jetzt erst vor kurzem, ich glaube als zweites Bundesland überhaupt in Deutschland, der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen. Von daher, lieber Dammann-Tamke, sind Sie natürlich auch prädestiniert, uns dazu Ihre Gedanken mitzuteilen. Ja, vielen Dank, Herr Kinser, meine Damen und Herren. Auch mir ging es bei der Übermittlung des Titels so, dass ich mich gefragt habe, in welche Richtung soll es gehen, weil im Gegensatz zu meinen Vorrednern ist nach meiner Wahrnehmung bisher relativ wenig von wissenschaftlicher Seite zum Thema wildökologische Raumplanung zum Wolf erarbeitet worden. Also da ist man relativ schnell blank. Gleichwohl, Herr Kinser, haben Sie darauf hingewiesen, haben wir in Niedersachsen natürlich in den letzten Jahren einen erheblichen Erfahrungsschatz uns angeeignet. Und von daher will ich Ihnen das gern mal, dieses Thema zugegeben mit Schwerpunkt Niedersachsen, darlegen. Ich habe mir erlaubt, bei Herrn Reimoser und Herrn Hackländer, den wir im Einspieler gesehen haben, aus ihrer Ausarbeitung mal ein Zitat zu bringen, sozusagen als Einleitung. Hauptziel für die wildbiologische Raumplanung ist die Verbesserung der Grundlagen für eine dauerhafte Eingliederung heimischer Wildarten in landeskulturell verträglicher Form. Jetzt haben wir in Niedersachsen glücklicherweise die Situation, dass der Wolf seit wenigen Wochen jachtbare Wildart ist. Also von daher steht dem nichts entgegen, dass wir den Wolf als Wildart auch in diese wildökologische Raumplanung mit einbeziehen. Und vor dem Hintergrund würde ich einfach mal vorschlagen, sollten wir uns mal kurz vor Augen führen, wie sieht es denn überhaupt in Niedersachsen aus? Und da bitte ich die Technik, wenn das jetzt klappt, genau diesen Chart einzuspielen. Hier sehen Sie Niedersachsen im 10 Quadratkilometer Raster. Und Sie sehen, es gibt nur noch wenige Flächen in Niedersachsen, in denen in den letzten Jahren kein C1, also die höchste Nachweiskategorie, die wir kennen, internationale Kriterien. Es gibt in Niedersachsen kaum noch jungfräuliche Ecken, wo der Wolf bisher nicht aufgetreten ist. Von daher, wenn man sich dem Thema wildökologische Raumplanung nähert, muss man anerkennen, dass zumindest in diesen Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen, man diese Planung im Grunde genommen für das ganze Flächenland aufmachen muss. Die anderen Bundesländer nenne ich gerne noch in öffentlichen Äußerungen auch Wolf-Erwartungsländer. Also ich prophezeie, dass die anderen Bundesländer sich sehr schnell auch intensiv dieser Thematik werden zuwenden müssen. Und von daher sind wir alle klug beraten, uns erstmal sozusagen das Datenmaterial genauer anzuschauen und im Idealfall, und da bin ich bei der gestrigen Veranstaltung 20 Jahre wild, ich wiederhole das nochmal, was ich gestern hier gesagt habe, weil einige gestern bei der Veranstaltung nicht dabei waren. Im Jahr 2011 hat die Landesjägerschaft Niedersachsen mit dem damaligen Umweltminister Hans-Heinrich Sander eine Kooperationsvereinbarung geschlossen und seit Dezember 2011 macht die Landesjägerschaft Niedersachsen das Monitoring in Bezug auf die Rückkehr der Wölfe.
Ich glaube, wir sind das einzige Bundesland bisher, dem es gelungen ist. Ansonsten Land auf, Land ab, hält der NABU wirklich die Hand auf dieser Datenerhebung. Über die verschiedenen Landesministerien oder Landesämter hat man häufig den Eindruck, dass die nötige Transparenz, die wünschenswert wäre, um auch die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten, dass diese Transparenz nicht unbedingt immer in dem Maße hergestellt wird. In Niedersachsen stelle ich auch aus den eigenen Reihen häufig fest, dass der Vorwurf kommt, ja, diese Zahlen stimmen ja gar nicht. Bei uns in der Ecke wird regelmäßig der Wolf gesehen und ich finde ihn im Datenmaterial in Bezug auf das Monitoring der Landesjägerschaft überhaupt nicht wieder. Da muss ich dann unseren Mitgliedern natürlich sagen, dieser Vorwurf geht jetzt an uns selbst. Denn wir sind diejenigen, die dieses Datenmaterial erheben. Und wenn dort Kritik geübt wird, geht dieser Vorwurf einzig und allein zunächst mal in unsere Richtung. Und jetzt hätte ich gerne den zweiten Chart bitte und dann bin ich auch schon durch mit der Präsentation von Charts. Genau. Wir haben in Niedersachsen derzeit 38 nachgewiesene Rudel und Sie sehen hier an den gelb eingestrichelten Flächen, das blaue da ist Bremen, also das ist kein Wolfsterritorium in dem Sinne, aber Sie sehen hier an den gelb gestrichelten Territorien, das sind territoriale Rudel und Sie sehen, wie unterschiedlich deren Raumnutzungsverhalten ist. Diese Daten beruhen auf 95% der Nachweise des betreffenden Rudels sind in diesem Gebiet gemacht worden. Also wenn man so will, ist das klassische Streifgebiet eines Rudels. Wer jetzt nachliest und aufmerksam das mit meinen 38 vergleicht, wird feststellen, hier sind lediglich 21 Streifgebiete aufgeführt. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass um ein solches Gebiet auch wirklich valide nachweisen zu können, man natürlich eine gewisse Datengrundlage braucht, um das statistisch abzusichern. Aber von diesen Streifgebieten können Sie davon ausgehen, dass es auf einer hohen Datendichte beruht. Und für die Niedersachsen so von den geografischen Voraussetzungen etwas besser kennen, im Osten haben wir natürlich die großen Waldgebiete der Lüneburger Heide. Aber wer von uns Niedersachsen, hätte vor 10 Jahren erwartet, dass der Wolf Niedersachsen so durchwandert, dass wir ganz im Westen im Grenzbereich Osnabrück, Grafschaft Bentheim, nahe der holländischen Grenze, ein etabliertes Rudel haben würden. Und das zeigt uns doch, dass diese Diskussion, die wir eben geführt haben, in Bezug auf Querungshilfen und dergleichen, also der Wolf braucht sie definitiv nicht. Der sucht sich seinen Weg, er hat zwar ein hohes Unfallrisiko bei der Überquerung der Straßen, das wissen alle von uns, aber er braucht sie nicht. Der Wolf kommt mit unserer Kulturlandschaft prima klar und er sucht sich den für ihn am geeignetsten freien Lebensraum, um territorial zu werden und dementsprechend auch die Rudelbildung, die sich dann vollzieht. Wenn ich jetzt zum Thema wildökologische Raumplanung zurückkomme, dann will ich natürlich auch einige Schlaglichter auf die Konflikte werfen, die sich im Laufe dieser Zeit, wo wir diese Arbeit machen, ergeben haben. Da beginne ich ganz im Osten, im Raum Lüchow-Dannenberg-Göhrde. Ich glaube, die meisten hier im Raum wissen, dass wir innerhalb von 2 Jahren eine der ältesten und vermutlich auch eine der genetisch am saubersten Muffelpopulation Deutschlands innerhalb von 2 Jahren komplett verloren haben. Wir haben uns bemüht, diese Genetik zu retten. Aber wenn Sie fangen, auch wenn Sie Muffel fangen wollen, müssen Sie die natürlich auch an die entsprechenden Fangeinrichtungen locken. Und natürlich registriert der Wolf sehr schnell, wo auch er am besten Beute fangen kann, nämlich dorthin, wo wir die Muffel hinlocken. Und deshalb war das ein Prozess, der für uns sehr lehrreich war, weil er im Grunde genommen in Bezug auf das Retten dieser Genetik viel zu spät ausgelöst wurde. Und ich komme nochmal wieder auf das, was ich eben verlesen habe, also dauerhafte Eingliederung heimischer Wildarten in landeskulturell verträglicher Form. Wir halten fest, für das Muffel ist eine wildökologische Koexistenz mit dem Wolf nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dauerhaft so nicht darstellbar.
Jetzt sind wir aber beim nächsten Problem. Wild ist herrenlos. Und aus meiner politischen Arbeit habe ich leider die Erfahrung machen müssen, dass Sie mit dem Argument, wir müssen diese Muffelpopulation retten, überhaupt keine Chance haben im politischen Raum, zumindest dann, wenn es Regierungsbeteiligung von Grünen gibt, durchzudringen. Keine Chance. Da kommen Argumente, das Muffel ist doch eigentlich im Mittelmeerraum beheimatet und es ist hier mal aus jachtlichen Gesichtspunkten ausgesetzt worden und damit ist die Diskussion beendet. Gleichwohl haben wir für diese jachtbare Wildart Muffel natürlich eine Verantwortung und deshalb nochmals, der Wolf ist jetzt jachtbare Wildart in Niedersachsen, Paragraph 1 des Bundesjagdgesetzes, ein den landeskulturell angepassten Wildbestand und die Verpflichtung zur Hege. Das heißt, selbstverständlich haben wir auf Basis unseres Bundesjagdgesetzes, Paragraph 1, mit einer jachtbaren Wildart Wolf auch die Verpflichtung im Sinne von Hege, landeskulturell angepasst, dauerhaft die Verantwortung für diese Wildart zu nehmen, was aber nicht heißen darf, dass wir die Verantwortung für andere Wildarten dabei abgeben. Damit möchte ich die Konfliktlage zu Wildtieren schon beenden, weil ich eben darauf hingewiesen habe, im politischen Raum dringen wir da im Moment noch nicht durch. Dann kommt die nächste Besonderheit, die sich in Niedersachsen sehr schnell gezeigt hat. Niedersachsen ist natürlich auch das Agrarland als großes Flächenland. Ich sehe hier einen Ping. Wir haben sehr schnell die Erfahrung gemacht, dass das, was man uns im Mai 2010 in der Lausitz gesagt hat, dahingehend, dass der Wolf überwiegend sich von Wild ernährt und wenn Nutztiere, dann nur Schafe und Ziegen, aber an die großen Nutztiere ging er nicht ran, dass sich das auch aus der Kategorie Grimms Märchen erweist und der Wolf, wie wir ja alle mittlerweile wissen, durchaus kein Problem hat, auch entsprechende Jagdtaktiken selbst auf ausgewachsene Rinder zu entwickeln. Und diese Situation ist vor circa 3-4 Jahren ganz, können wir den Chart nochmal sehen? Mit den Territorien, ja. Dieses Territorium ist nicht mehr aufgewiesen, denn es war da oben an der Elbmündung. Und wenn dort innerhalb von wenigen Wochen mehrere ausgewachsene Rinder bzw. Milchkühe gerissen werden, ist es mit der soziokulturellen Tragfähigkeit in dem Gebiet vorbei. Und offensichtlich gab es dort Leute, die der Auffassung waren, dass es so nicht weitergehen kann. Und der damalige Wolfsberater, ein Mitglied unseres Verbandes, den ich dort kontaktiert habe, als es öffentlich wurde, dass dort ein Wolf illegal erlegt wurde, der sagte zu mir, Herr Dammann-Tamke, der Wolf lag da wie drapiert. Also er hatte einen hohen Wirbelsäulenschuss und der hat garantiert nach diesem Schuss keinen Schritt mehr gemacht. Und er lag offen auf der Weide. Er sollte gefunden werden. Derjenige, der diese Straftat begangen hat, wollte offensichtlich sich selbst schützen, aber die Straftat als solches und das Signal, das er damit verbinden wollte, ist offensichtlich. Ja, wenn wir uns dann beim Thema Nutztiere die weitere Entwicklung anschauen, dann ist natürlich über die Social Media und entsprechende geneigte politische Kanäle eine Situation entstanden, dahingehend, dass letzten Endes der Nutztierhalter der verantwortlich ist, weil er offensichtlich den Grundschutz seiner Nutztiere vernachlässigt und es wird sogar überspitzt so formuliert, eigentlich ist der Nutztierhalter der Täter, weil er diesen armen Wolf ja in diese Versuchung geführt hat. Und vor dem Hintergrund ist es aber klar, dass sozusagen dieser eine scharfe Konflikt in Cuxhaven durch eine Straftat gelöst wurde. Das Rudel fängt langsam an, sich wieder neu zusammenzufinden, aber Fakt ist auch, es gibt halt Rudel, die sich auf Nutztierrisse spezialisieren. Und wenn wir uns oben die nordwestdeutsche Tiefebene anschauen, in der man auch durch öffentliche Mittel die Weidetierhaltung, die ja gesellschaftlich gewünscht wird, durch öffentliche Mittel fördert, dann bedeutet natürlich eine großflächige Weidetierhaltung auch eine großflächige Einzäunung mit wolfssicheren Zäunen in dieser Landschaft. Und ich spreche da nicht über ein paar tausend Hektar, sondern das sind zigtausend Hektar, die wolfssicher eingezäunt werden müssen zu
entsprechend exorbitanten hohen Kosten. Ja, gut, ich versuche im Moment die Argumentationslinie der Pro-Wolf-Linie hier zu fahren. Ich gebe Ihnen recht, entsprechende wissenschaftliche Ausarbeitungen, insbesondere aus Frankreich, sagen uns, es gibt den sicheren Schutz nicht, weil der Wolf als intelligente Spezies lernt, alle Barrieren zu überspringen, zu untergraben oder dergleichen. Fakt ist aber, im Gegensatz zu Wild haben Nutztiere natürlich einen Eigentümer und von daher ist in dem Sinne von wildökologischer Raumplanung hier auch, sind die Interessenlagen zusammenzuführen. Es zeigt sich aber mehr und mehr, dass der Druck auf Nutztierhalter, insbesondere kleine Schaf- und Ziegenhalter, mittlerweile so groß ist, dass sie die Risse nicht mehr melden. Es gibt auch Veterinärämter, die dann offen drohen, beim nächsten Mal ist das ein Cross-Compliance-Vergehen und dementsprechend mit den Konsequenzen. Und von daher gehen insbesondere kleine Viehhalter dazu über, zu sagen, ich melde diesen Riss nicht mehr. Das führt aktuell in Niedersachsen zu der Situation, dass die gemeldeten Risse deutlich zurückgehen. Und deshalb ist zu erwarten, dass wir in absehbarer Zeit Schlagzeilen bekommen, etwa sinngemäß, die Nutztierhalter lernen es langsam, die Präventionsmaßnahmen ziehen und das Miteinander zwischen Wolf und Nutztierhaltern scheint sich in ein gesundes Maß weiterzuentwickeln. Nächster Konfliktpunkt ist unsere Küstenlinie. Niedersachsen hat 1200 Kilometer Küstenschutzlinie. Sie müssen sich von dieser Nordseeküste ja noch lösen, denn die Küstenschutzlinie geht ja auch die Elbe, die Weser und die Ems hinauf. Und dann kommen Sie auf 1200 Kilometer Küstenschutzlinie. 1,2 Millionen Niedersachsen werden in ihrer Lebensgrundlage durch diese Küstenschutzlinie geschützt vor Hochwasser. Die optimale Pflege eines Deiches wird durch Schafe dargestellt. Wir haben das als Landesjägerschaft sehr früh prognostiziert, dass es zu diesen Übergriffen auf den Deichen kommen wird. Und diese Übergriffe sind zum Teil verheerend von der Anzahl der Schafe, die dann in so einem Riss getötet werden. Die Schäfer haben kaum Nachwuchs. Junge Schäfer, die bereit sind, diese Tätigkeit auszuüben, sind sehr dünn gesät. Vor dem Hintergrund ist der Küstenschutz über das Schaf in Niedersachsen absolut gefährdet. Es gibt die ersten Deichschäfer, die aufgegeben haben, die ihre Schafe verkauft haben und gesagt haben, unter diesen Bedingungen mit dem Wolf hier in unserer Nachbarschaft ist meine Aufgabe, und da sprechen die Schäfer nicht allein über Geld, sondern die Schäfer haben auch eine emotionale Bindung zu ihren Tieren. Diese Schäfer geben auf, weil sie nicht bereit sind, unter diesen Bedingungen ihrer Aufgabe weiter nachzukommen. Vor dem Hintergrund ist dann auch, und das gilt dann nicht für Niedersachsen, sondern zum Beispiel für die Almwirtschaft in den Voralpen, die Forderung des DJVs auf den Weg gebracht worden, Wolf-Ausschlussareale. Da kollidieren wir dann relativ schnell mit EU-Recht, weil EU-Recht keine wolfsfreien Gebiete vorsieht, deshalb auch diese Wortfindung Wolf-Ausschlussareale. Aber was bedeutet in meinen Augen Wolf-Ausschlussareal? Wenn wir dort oben einen territorialen Wolf nachweisen, das heißt über 6 Wochen mehrmals in einem Gebiet, einen sicheren C1-Nachweis, dann ist das die erste Stufe, die uns zeigt, dieser Wolf wird territorial. Und egal, ob es ein Männlein ist oder ein Weiblein ist, wird der, wenn er territorial geworden ist, nur darauf warten, dass ein Partner oder eine Partnerin zuwandert. Und im nächsten Jahr haben sie die Rudelbildung. Deshalb sollten wir dazu übergehen, diese Rudelbildung erst gar nicht entstehen zu lassen. Ich sehe das, ich mache gleich Schluss. Diese Rudelbildung gar nicht entstehen zu lassen, sondern proaktiv zu sagen, zum Beispiel entlang eines Korridors von 50 Kilometer entlang unserer Hauptküstenschutzlinie, sollten wir die Bildung territorialer Rudel nicht dulden. Ja, das Problem, und dann komme ich zurück auf die wildökologische Raumplanung, ist allerdings, dass ich den Wolf jetzt als jachtbare Art im Katalog der jachtbaren Wildarten in Niedersachsen habe.
aber deshalb noch lang kein Instrument, um hier in irgendeiner Form planerisch auf den Wolf einzuwirken. Das ist natürlich ein dickes Brett, was noch zu bohren ist. Wir in Niedersachsen haben sozusagen jetzt all die gesetzgeberischen Maßnahmen auf den Weg gebracht, die in unserer eigenen Zuständigkeit liegen. Wir haben den Wolf als jagdbare Wildart. Wir haben mittlerweile 7 Wölfe nach FFH Artikel 16 über Sondergenehmigung wegen Nutztierrissen entnommen. Aber das, was im Koalitionsvertrag des Bundes steht, europarechtskonform zu einem Wolfsmanagement zu kommen, liegt nicht mehr in unserer Hand, sondern es liegt einzig und allein in der Hand der Bundesregierung, den entsprechenden Antrag bei der Kommission zu stellen. Ich weiß, dass die Arbeitsebene im BMU sich auf das europarechtskonform in der Koalitionsvereinbarung bezieht. Dahingehend ist europarechtlich überhaupt nicht möglich. Da sage ich dieser Arbeitsebene aber, es gibt viele Länder in Europa, die zeigen, dass es möglich ist. Ich nenne nur mal ein Beispiel, Spanien. In Spanien, die überwiegende Fläche Spaniens ist der Wolf im Anhang 5. Lediglich oben im Nordwesten ist er im Anhang 4. Also, dass das nicht europarechtskonform ist, dem möchte ich ausdrücklich widersprechen. Es liegt jetzt an den Koalitionspartnern, das mit Leben zu füllen, was sie in diesem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Damit komme ich dann schon biege ich schon auf die Schlussbahn meiner Ausführung ein. Ich weiß, dass, was ich heute vorgetragen habe, dem einzelnen Revierinhaber, der ein territorial jagendes Rudel in seinem Verantwortungsbereich hat, nicht wesentlich weiterhilft. Wir müssen aber in Deutschland dahin kommen, dass wir über die wildbiologische Raumplanung zu einem vernünftigen Miteinander von unserer Verantwortung in Bezug auf diese jetzt neue jagdbare Wildart kommen und den Konsequenzen für die anderen Wildarten, für die wir mindestens genauso viel Verantwortung tragen. Und jetzt zum Abschluss nochmal ein Zitat aus der Ausarbeitung von Reim, Moser und Hackländer, welches es in meinen Augen wunderbar trifft, was das dann auch für den Wolf bedeuten kann. Eine fachgerecht durchgeführte wildbiologische Raumplanung ist auch ein geeignetes Instrument, um die am Wirkungssystem beteiligten Personen in einen Kommunikationsprozess zu zwingen. Seine Emotionen und individuellen Maximalvorstellungen muss dabei jeder zügeln, um im Sinne eines optimalen Gesamtnutzens das Beste für unser Gemeinwohl zu erreichen. Und da haben wir beim Thema Wolf wirklich eine Mammutaufgabe vor uns. Herzlichen Dank. Lieber Herr Dammann-Tamke, ganz herzlichen Dank. Für mich ganz lustig und ganz bemerkenswert fand ich, dass der Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen sagte, dass Bremen kein Wolfsterritorium in dem Sinne sei. Das müssen Sie dann vielleicht nochmal auflösen, was denn für ein anderer Sinn vielleicht gemeint sei. Aber das machen wir dann heute Abend. Meine Damen und Herren, wir haben noch Zeit, ich sage jetzt mal für ein oder zwei Statements, bevor wir dann zum Schlusspunkt kommen. Wer hat noch Fragen an Herrn Dammann-Tamke? Herr Pingen. Ja, vielen Dank. Steffen Pingen, Deutscher Bauernverband. Eigentlich nur eine Ergänzung, weil ich auch direkt angesprochen wurde. Sie, Herr Dammann-Tamke, Sie haben das Problem Wolf- und Weidetierhaltung angesprochen. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Und erstmal vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, die wir zwischen DJV und DBV an der Stelle haben, im AFN, im Aktionsbündnis Forum Natur und auch direkt. Ich glaube, da haben wir gute Arbeit zusammen geleistet, die wir in die Politik einbringen können. Ein ganz konkreter Vorschlag bei den Wolfsausschlussgebieten. Aus unserer Sicht müssen wir Gebiete, nicht nur Deiche oder Almen, wo man schnell sich einig ist, dass die nicht einzäunbar sind, sondern wir müssen Grünlandregionen, wo viel Weidetierhaltung stattfindet,
Da sollten wir auch verhindern, dass sich dort der Wolf ansiedelt. Wir werden nicht verhindern, dass einer durchzieht, aber auch große Weidegebiete, und die gibt es in Niedersachsen, die gibt es in Bayern, in Brandenburg, in vielen Bundesländern, wo intensive Weidetierhaltung, breite Weidetierhaltung stattfindet. Das sollten Wolfsausschlussgebiete sein. Und die müssen dann im Prinzip auch verschnitten werden mit dieser Karte. Wir haben in dem gemeinsamen Handlungsleitfaden ja eigentlich das Handwerkszeug dafür niedergelegt. Und unsere Hoffnung ist, dass das BML mit dem Thünen-Institut oder mit dem neuen BZWW auch dieses Thema aufgreift und da eine Planung macht für diese nicht einzäunbaren Gebiete. Das vielleicht noch als Ergänzung. Danke. Herr Pingen, vielen Dank. Ein Statement, für eins hätten wir noch Platz. Aber ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit kommen wir dann zum Schlusspunkt der öffentlichen Anhörung des Bundesjägertages 2022. Und zwar zum Resümee, das natürlich dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes vorbehalten bleibt. Lieber Volker, wir sind sehr gespannt. Ja, wir sind auf der Zielgerade, wenn man so will, kurz vor der Vorbereitung, 20 Uhr. Und ich habe das Gefühl, alle warten schon hier auch ein Ende herbei. Aber ein paar Worte als Resümee möchte ich gerne anbringen. Und ich möchte aber vorher mich ganz herzlich bedanken für diese Beiträge, die wirklich inhaltlich und wissenschaftlich begründet, auf eigenen Erfahrungen beruhend und Erfahrungen von den beiden Professoren mit eingespielt haben. Für die Probleme, die wir jetzt haben, fand ich das eine ganz tolle Geschichte, wie das hier von den Vieren, oder der Kollege aus dem hohen Norden war hier mit dabei, wie das hier dargestellt worden ist. Dafür also ein ganz herzliches Dankeschön. Es ist natürlich bei der Komplexität dieser ganzen Geschichte nicht so ganz einfach, jetzt hier mit einigen Sätzen da dieses sogenannte Resümee zu ziehen, aber ich will es versuchen. Der Druck auf die Landschaft durch Menschen nimmt überall zu. Dazu gehört die Freizeitnutzung, darunter Formen wie Geocaching, Motocross oder einfach auch nur die Sonntagsspaziergänge. Forst und Landwirtschaft sind genauso Nutzungsformen wie der Bau von Siedlungen und Verkehrswegen. Wildökologische Raumplanung ist ein geeignetes Instrument, um Mensch-Wildtier-Konflikte zu entschärfen. Das gilt für Pflanzenfresser genauso wie für den Wolf. Rudelbildende Pflanzenfresser wie Damm oder Rotwild haben Raumansprüche von über 1000 Hektar im Jahresverlauf, weit über gängige Jagdreviere hinaus und nicht nur auf den Wald beschränkt. Selbst das einzelne Reh hat im Jahresverlauf einen Flächenbedarf von bis zu 50 Hektar in Brandenburg ermittelt. Es gilt deshalb, in der Jagdgesetzgebung Bewährtes zu erhalten. Dazu gehört auf alle Fälle das Revierjagdsystem. Ebenso, und das betone ich, ebenso wie Hegegemeinschaften. Sie sind eine erste Raumeinheit für eine wildökologische Raumplanung. Die Verbesserung von Lebensräumen und Artenvielfalt im Offenland wird bereits seit Längerem politisch diskutiert. Es gibt konkrete finanzielle Förderung, etwa über die gemeinsame Agrarpolitik. Verbesserungen sollten nicht an der Waldkante enden. Waldinnen- und Waldaußenränder sind beispielsweise wichtig für die Artenvielfalt. Über die GAK ist eine Förderung bereits bedingt möglich. Land- und Forstwirte müssen künftig besser entlohnt werden für Artenschutz. Wir fordern ein Produktionsziel Artenvielfalt. Der Erhalt der biologischen Vielfalt geht nur mit Landwirten, Waldbesitzern und Jägern gemeinsam.
Das Ökosystem Wald muss in Deutschland stabiler werden, damit es dem Klimawandel trotzen kann. Dafür braucht es mehr Pflanzenvielfalt und Bäume, die unterschiedlich alt sind. Pflanzenvielfalt darf sich dabei nicht auf wenige wirtschaftlich interessante Baumarten beschränken. Beim Waldumbau muss wildbiologisches Wissen berücksichtigt werden. Bloße Lippenbekenntnisse, wie heute früh vielleicht, reichen nicht. Waldumbau mit der Büchse ist jedenfalls viel zu kurz gedacht. Der Deutsche Jagdverband spricht sich für eine differenzierte Betrachtung aus. Reh und Hirsch zum Sündenbock zu machen für die Folgen eines über 80-jährigen Waldbaus ist falsch. Fichten- und Kiefermonokulturen hat der Mensch bewusst angelegt. 27% des Waldes sind es auch heute noch. Deren Umbau gelingt nur durch Pflanzung. Auf Aufforstungsflächen ist logischerweise eine schärfere Jagd notwendig. Doch zugleich müssen an anderer Stelle Ruhezonen und mehr naturnahe Waldränder entstehen. Dafür braucht es eben eine wildökologische Raumplanung, die nicht nur den Wald betrachtet, sondern auch das umliegende landwirtschaftlich genutzte Offenland. Innerhalb von 30 Jahren haben vor allem die Landesforsten über 60% der Beschäftigten entlassen, die im Wald arbeiten. Junge Laubbäume benötigen aber viel Pflege. Es geht um den Schutz vor Pflanzenfressern, genauso wie vor schnell wachsenden Pflanzen wie Brombeere oder Adlerfarn. Der Waldumbau ist also eine Herkulesaufgabe. Er gelingt nur, wenn die vielen Nutzungsinteressen des Menschen in Einklang gebracht werden mit den Bedürfnissen unserer Wildtiere. Und das auf großer Fläche. Eigenjachten von 10 Hektar Größe, wie in Brandenburg vorgeschlagen, sind schlicht wildtierfeindlich. Vielen Dank. Damit beenden wir das heutige Forum und wir freuen uns dann auf heute Abend 20 Uhr. Ich glaube, da habe ich noch mal einen Auftritt, wenn es um die Verlosung dann einzelner Preise geht. In diesem Sinne haben Sie Dank für Ihre Teilnahme. Applaus